So, es lebt wieder. Let's fucking go. Warte mal, hier überall die. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Listen zum Tröten, willkommen. Darauf warte ich seit 2 Stunden. Ja, ich wollte heute noch ein bisschen kürzer machen, weil morgen und übermorgen jeweils eine Win-Challenge ist. Jetzt ist es so, dass morgen Tolkien nicht kann, weil es ist wohl doch LEC. Das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Morgen? Ja, also die Krankheit hat meinen Schlafrhythmus ein bisschen verschoben. Das muss ich jetzt wieder in den Griff bekommen. Was macht der Hals? Ich würde sagen, sieht jetzt wieder ganz gut aus. Also ich fühle mich eigentlich wieder fit. Ich meine, es kratzt noch ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Katios, vielen lieben Dank dir für den Support. Willkommen, Katios. Na, dein Schlafrhythmus ist doch durchgehend verschoben. Ich habe halt, also du kannst mich irgendwie mit jemandem, der Spätschicht hat oder Nachtschicht vergleichen. Spätschicht ist, glaube ich, das Wort. Das heißt, normalerweise stehe ich um 12 auf und gehe um 4 Uhr schlafen. Das ist, also das wäre die Idee. Human und Katzendoktor, willkommen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Genau, und jetzt heute haben wir um 19 Uhr das NNO-Spiel. Wir müssen die NNO-Win-Challenge planen. Wir müssen die Discord-Einsendungen anschauen. Ich würde gerne ein paar Challenger-Games machen. Ich vergleiche dich sonst immer mit Relaxo, passt das auch? Oh, die haben meinen Smaller weggepickt, feels bad. Ich hätte First picken sollen. Wie ist denn das allgemeine Urteil aktuell zu Smolder? Flaming Street, danke dir für den Support. Also ich bin tatsächlich relativ weit weg von einem Relaxer, würde ich sagen. Nee, Fraktos, Rack9TV, vielen lieben Dank. Einen wundervollen wünsche ich. Smolder mit Trinity und Fleet besser, das ich glaube, ja. Ich glaube, Fleet, Trinity, Shojin ist besser. Also mit Mana Moon. Da hatten wir gestern jemanden, der das gespielt hat und das sah unglaublich stark aus. Hungolfus, vielen lieben Dank dir, Hungolfus. Was ist die beste Combo von Hawaii? Ich weiß nicht, ob es eine beste Combo gibt, aber ich würde sagen Q-E-W-E-E-R-Q-W ist die Standard-Combo auf der Lane. Ansonsten kannst du auch W-E-E-W und dann Q-Q-R-Q-W machen. Danke an Krollpark und Charblull. Willkommen. Einen traumhaften wünsche ich. Hey, wollt mal fragen, weshalb Agurin heute in der Prime League nicht spielt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Agurin spielt heute. Was? Ich dachte, Agurin spielt heute eigentlich. Oh mein Gott, ich kann wieder reden, Leute. Ist das nicht schön? Also ich glaube, dass Smolder broken ist, ja. Ich glaube, Smolder ist broken, aber ich glaube, dass der Bild von ihr... Ihm? Dass das ein bisschen Utility... Also du solltest, glaube ich, Trinity Shojin gehen, damit du CDR und Lifepool hast. Something still grieves in you, Ari. Why
clouds and the piece is never really finished. Yeah. Alright, Hawaii time, let's go. Ignite Electrocute Ari. No way ist ganz weg. Was meinst du, Kammer? Wie, ich bin ganz weg. Hallo? Ah, okay. Agurin ist wandern in den Bergen, ist er. Genetic gesagt, dass man Full Crit gehen soll. Ja, Full Crit habe ich auch probiert. Das macht halt unfassbar viel Schaden. Aber das, du bist halt sehr anfällig. Ja, wir können nachher nochmal Smolder mit dem neuen Bild. Dann zeige ich euch den mal. Ich glaube, der ist besser. Ehrlicherweise. Ich glaube, der ist besser. Du machst deinen Damage über deine Passive. Schade, wenn ich da nicht den Electrocute trade. Nee, ist super nice. Was? Was bin ich hörend? Sie hören einen Streamer, der reden kann, mein guter Herr. Oh, Baby! Sie hören tatsächlich einen Streamer, der in der Lage ist, mit seinem Chat zu kommunizieren. Und so. Da muss ich dir natürlich hitten. Nein, ich bin so bad. Aber warum flash ich das denn nicht? Nein, Mann, warum flash ich das nicht? Ja, das ist so boosted, ey. Das ist so boosted, dass ich das nicht flashe. Das ist auch mein letzter Tag, wo ich Medizin nehmen muss. Das heißt, ab morgen bin ich wieder ein normaler Mensch. Baby. Nice, wäre jetzt halt schon sehr cool, wenn wir sie einmal killen könnten. Keeps the mind awake. Ihr könntet jetzt probieren, hier zu freezen. Das Problem ist halt, dass ich auch nochmal wählen muss. Das wäre hart pushen jetzt hier. Ich hoffe, ich habe sie nochmal interrupted gekriegt, aber das war sehr knapp. Nice. Für dir geht es ja viel besser, danke der Nachfrage dir. Also ich glaube, meine Stimme ist noch leicht belegt. Ich habe noch ein kleines bisschen Husten, aber mein Gefühl ist, dass es jetzt ziemlich kuriert ist. Wie stark ist Azir momentan? Ich glaube, Azir ist auf dem Papier einer der besten Midlaner im Spiel. Der ist aber sehr schwer zu spielen nach wie vor. Muss ein bisschen üben. Nice, guter Poke hier, sehr schön. Emotions are most dangerous when silent. Und jetzt die Voidemite. Gotcha.
kurz mal weggepinselt, den Boy. Also ich weiß nicht ganz, warum sie da nicht geflasht ist. Das ist nicht dein Ernst. Mate, meine armen Augen. Meine armen, armen Augen. Ist das krass. Okay. Noch gewinnen, can win. Das ist der klassische Hawaii-Curse, wenn wir ihn spielen. Jedes Mal, wenn wir Hawaii spielen, dann kriegen wir also wirklich absoluten ausbaufähige Teammates. Kriegen wir dann absolut ausbaufähige Teammates. Das ist auch schon 6. What's heavy in the mind becomes light. Ja, die volle Rota killt ihn sogar instant, ne? Actually, die Ult? Nee, nicht ganz, ne? Nicht ganz, ne? Peace of mind is a journey where you hold every shade of yourself up to the light. Alter, diese Jungle Death, Mann, ist das krass. Wir müssen einfach schießen probieren jetzt hier. Mitte. Lee ist hinter mir und Ari auch. Wie gewinnen wir dieses Game? 1-8. Ein Kill auf die Ari wäre ein sehr guter Start. Weggepinselt, den Kollegen. Sehr gut. Ja, also, wir haben Hard Losing Top, wir haben Hard Losing Jungle, wir haben Losing Mid, wir haben Losing Bot. I would never let you suffer.
Nice, nice. Okay, können wir wieder rein pushen her. Vielleicht kann ich später carryen. Ich bin schon jetzt sehr, sehr strong. Also wir müssen doch nicht aufgeben hier. Jungle Gappo. Klar ist das ein sehr schweres Game. Versteht mich nicht falsch. Ich wurde auch komplett tot gekämpft von den Gegnern. Ja, aber ich bin strong. Ich bin strong. Nice, der sollte auch tot sein oben. Sehr schön. Alright. I'll always be a student of the brush. Never master. Also will ich den Smolder später in Action sehen von denen. Ein besser Bild fürs Moor. Ich glaube, es ist Trinity Force, Mana Moon, Shojin, Rapid Fire. Und dann irgendein Penetration Item. Ich glaube, das ist am besten. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Shojin? Ja, Shojin ist crazy. Auf Smolder. Er hat sich gerade den Kill mit dem W gesichert und sein Q verfehlt. Ich hätte auch flashen. Mate. Aber der Gray ist wirklich Höchststrafe, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist wirklich Höchststrafe, der Kerl. Muss den von vorne angehen, damit er nicht exekuten kann, Bro. Mate, du hast einen Job, Bro. Du musst nur vor ihm bleiben. Wie schlecht. Also, jetzt geht's aber los, ne? Jetzt krieg ich meine Stimme wieder und direkt zum Blamen, oder was? Was sind das denn für Vollidioten? Boah, sind die bad. Gewinnen hat. Komm. That is a win. Die sind so schlagbar, die Gegner. Come on, Mann. Ich hab die da so weggepinselt, ey. Das war ja incredible. Habt ihr die Pinselung gesehen?
Pretty good, right? Land King is back. Ja, dafür brauche ich meine Stimme, Leute. Der Hass! Endlich habe ich wieder, kann ich wieder meinen Hass ausdrücken. Let's fucking go! Verständlicherweise, unser Topman hat gar kein bestimmtes Trading gegen den. Actually, ist Leandris ist ja richtig, ne? Ich glaube, Leandris ist richtig. Picasso himself. War nicht Picasso auch so ein richtig toxischer Motherfucker? Also so ein ganz schlimmer Mensch? Das, Picasso war doch richtig schlimm, oder? Hat er nicht irgendwie Frauen verprügelt, damit er sie zeichnen kann oder so? Also das ist ein richtig kranker Kerl. Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du LOL? 11. So, und jetzt gewinnen wir das Ding, Leute. Let's fucking go. Everyone is running it down. Inklusive mir. Er lügt von den Schweden. Crazy Game. Oh, holy shit. Absoluter Macher. Ein bisschen Zitze, der Boy. Okay. Ich hab den P, wenn ich spawne schnell. Wir sollten jetzt schon Falten probieren. Was hältst du bitte von Smolder? Ich sag, der ist komplett broken. Smolder. Ich sag, der ist komplett broken. Der Champ. Super Gigabasto. Macht Smolder AP oder AD? Der macht, glaube ich, ungefähr 80% Physical Damage, 10 True und 10 Magic. Irgendwie sowas ist das bei Smolder. Ich glaube, so 80% sind Physical. So, wir haben unser Item. Let's go. Micro broken? Nee, hoffe nicht, oder? Ihr könnt mich hören. Könnt ihr mich hören? Test, test, test. Do, re, mi, fa, sol, la, do, ro. Life has to be valued. No seconds wasted. Time is ripped away too quickly. Deutlicher als vorgestern. Ja gut, vorgestern habe ich auch gar nicht geredet. Wenn ihr mich da verstanden hättet, dann wäre es sehr komisch gewesen. Obsession. And I want it now. Biu, biu, biu. Nothing's as simple as black. Eine Pokédee. Eine Leandris Pokédee.
Oh, wir einfach alles genau nicht drin. Das gibt's doch nicht. Shit. My bad, Vielen Dank. Stimme sind wieder voll in Ordnung. Endlich wieder. Ja. Okay, das war sehr bad, der Fightliner. Ich brauche jetzt als nächstes brauche ich Kryptblumen hier. Der Trash, ja, alles da. Das habe ich genauso am äußersten Rand getroffen. Bis auf das Liku, das war ein satter Hit. Aber der Trash-Hook und der. Der Trash-Hook und der Dings haben mich genau am äußersten Rand getroffen. Also, ich habe denen gerade einen Free Net gegeben, aber sie haben es geschafft, den zu drawen. Der hat seine, also der hat seine Melbite-Ult einfach verfehlt. Wir können doch jetzt die Nash machen, Bro. Was? Okay, wir machen das andere Nash. Der hat gerade seinen Kuh nicht auf Nash gemacht, der Varus. Also, dieses, also das ist wirklich, ich muss sagen, Diamond ist wirklich die Hölle. Also diese Leute hier sind alle so dermaßen scheiße. Das ist ja unglaublich. Und warum bin ich trotzdem 5-8? Das ist ja crazy, wie bad die sind. Selbst die grundlegendsten Mechanics hier sind, werden verkackt. Aber nicht von allen. Es gibt auch manche Leute, die sind echt nicht schlecht mechanisch. Aber du hast Leute, die spielen... Gefühlt, also mit den Füßen, ne? Entschuldigt. Solltest mal bei Emerald reinschauen. Nee, du, mir reicht das hier gerade schon. Das ist mir schon gaudi genug, Bro. Good, evil. Wir haben unseren Blue genommen. Ja, unser Rakan ist auch. Der Rakan zum Beispiel, der hat noch nicht einen einzigen Engage richtig gemacht. Das muss er auch erstmal schaffen. Der war ziemlich gut. Man muss nur flamen, ne? Man merkt es immer wieder im Leben. Man muss einfach nur ein bisschen sauber sein. Ja, das war ein sehr schöner Map bei den Gills schon. Sehr schön gezündet direkt. Ja, diese scheiß Kugel, die fliegt so lange. Ich liebe das auch, wie die am Ende immer so ploppt. Ne? Mehr haben wir leider nicht. Jetzt kurz unseren Void Staff. Wo ist der los? Der muss irgendwo hinter uns gleich kommen, oder? Ja. Irgendwie dachte ich, ich habe den Flash geschafft, aber es war der Varus.
Ich bin auch so ein kleiner Griefer, ey. Aber freut euch, ab morgen muss ich keine Medizin mehr nehmen. Das heißt, ab morgen bin ich endlich wieder... Mir macht League an sich wieder echt Spaß. Aber die Toxizität und das Gefühl von Imbells zieht, war es mir echt schwer dran zu bleiben. Und das ist, glaube ich, geht vielen so. League ist ein amazing Game, aber ich finde, also ich habe da gestern schon mit euch drüber geredet. Es fühlt sich halt aktuell so an, als wäre eine sehr, sehr negative Grundstimmung in League. Also wirklich eine extrem negative Grundstimmung. Die Leute sind sehr sauer. Wenige Leute haben wirklich Lust, sich noch zu bemühen und zu tryharden. Es ist halt, es gibt sehr viele Sachen. Es gibt Balancing-Probleme, es gibt Matchmaking-Probleme, es gibt LP-Gains-Probleme. Fast. Ich kann gar nicht mehr. Ich kann Wave clearen, should be okay. Und dann aktuell geht halt auch einfach sehr viel im League-Kosmos kaputt, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die hinter mir sind. Aber das ist ein Tod, den könnt ihr nehmen. Also ihr könnt da auch nirgends hinflashen, ihr seid immer tot, ne? Ich habe nicht gerechnet damit, dass der Smolder mich flankt. Hätte man aber. Hey, wo war ich stehen geblieben? Your turret has been destroyed. Aber daran ist Riot alleine schuld. Nee, aber das gibt's ja schon seit einer langen Zeit. Weißt du, das ist ja nichts Neues. Diese Toxicity, diese Probleme gibt's ja jetzt schon sehr lange. Und das wird gefühlt von Season zu Season schlimmer. Die waren auch früher schon immer da, wisst ihr? Das darf man auch immer nicht vergessen. Auch früher waren die Leute schon sehr toxisch. Ich habe keine Ahnung, wie Riot das lösen kann, ehrlicherweise, weil ich glaube, sobald der Snowball mal anfängt, kannst du eigentlich nicht mehr viel machen. Weißt du, der League-Kosmos geht kaputt? Naja, also klar, du siehst halt, überall werden Leute entlassen, NA brennt komplett, überall wurde überbewertet, Salary Caps müssen eingeführt werden. Das gibt's doch nicht. Der schießt einfach aus dem Busch. Ich stehe 5-11. Ich werde ja komplett gehopst hier. Ich will doch nur mal ein bisschen Farm haben. Was ist denn hier los? Warum schießt er denn in den Busch? Jetzt wird bei der LEC wurde auch massiv entlassen. Ich bin gerade auch komplett am Enden. Wir gehen mal nach dem Game auf den Challenger-Account, würde ich sagen. Mal ein bisschen Feuerprobe hier. Wir haben jetzt unser erstes NNO-Match um 19 Uhr. Das heißt, lass nach dem Game mal. Ja. Ihr habt TP. Ziemlich spielbar aus der Fall. Ja, ich TP, ne? Ja, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig spielen. Das ist doch gut, dass bei den E-Sports-Geldern gespart wird, war vollkommen unverhältnismäßig. Das stimmt natürlich auch, da hast du völlig recht. Jene gespendet, echt gut, ey. Der einen an, der lieb von denen, das ist ja insane. Ja, der spielt echt, der hat echt der ganze Game Robin eingekillt, Andy. Respekt, Mann. Ja, das ist echt Respekt, wie der das gespielt hat. Richtig stark. Richtig, richtig stark.
Actually hat der Villas hat auch sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen. Da kommt Don't Have Damage, das stimmt leider, ja. Wenn der Graves nicht sehr hätte, dann haben wir halt keine DPS leider mit dem Draft. Da hat er leider recht. Also den neuen Song, den jemand für dich geschrieben hat? Nee. Da muss man, glaube ich, vielleicht den Maros. Ist alles so cursed, ey. War das wenigstens ein Smurf-Account? Ja, Level 107. Du? Das war kein Smurf. Der hat eigentlich sehr gut gespielt. Well done. Na, Zillow Map ist doch das schlimmste Matchup im Game anscheinend. Das ist auf jeden Fall eins der schlechtesten Matchups, ja. Das ist halt das Problem an Zillas Melfight ist, dass also du gibst Zillas die beste Ult für ihn im Spiel zum Engagen. Ich glaube, es ist die beste Engage-Ult für Zillas. Also es gibt viele gute Ults für Zillas, ne? Also was auch eine sehr, sehr, also wenn ihr Swain-Spieler seid, dann müsst ihr eigentlich Zillas bannen. Aber wenn ihr nicht Zillas bannt, und ein Zillas mit Swain Ulti ist halt besser als ihr mit Swain Ulti. Ich frage mich nur, meint ihr, es ist die beste Engage Ulti? Weil du hast Malphite, du hast Maokai, du hast Hecarim. Was ist die beste Engage Ulti auf Zillas? Ich glaube, Maokai könnte besser sein. Ornn ist besser. Nee, Ornn ist sehr viel schlechter. Ornn ist sehr viel schlechter. Rakan ist auch ziemlich gut, ja. Fiddle ist ziemlich gut, ja. Malphite Ult hat halt auch krasses AP-Scaling, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. So. Nico kann auch nice sein, I guess. Ja, aber das ist, also, das, ja, Nico ist auch nicht schlecht, weil du es halt mit deinem E und deinem W verschieben kannst, der ganze Dash, ne? Fiddle ist schlecht für Sinners, weil der 4 von der Fiddle-Passiven kommt. Ja, der 4 kommt von der Passiven, aber die Fiddle-Ult hat insanen Damage. Also die Fiddle-Ult mit einem Zillas-Item-Bild, die macht halt gerne mal 2000 Schaden, ne? Das ist absolut krank. Weil Fiddle-Ult hat ja einen der höchsten Base-Damages im Spiel über die gesamte Duration. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die hat, glaube ich, sehr, sehr kranken Base-Damage. Cannon-Ult funktioniert mit den Stacks, ja. Fiddle-Ult funktioniert nicht. Fiddle-Ult ist okay, aber nicht so gut wie Malphite. Nee. Das ist ja keine Engage-Ulti auch. Sondern es ist halt einfach nur extra Damage, den du bekommst. Das ist einfach nur extra Damage. Tomorrow. Mosquito, willkommen. Wie schätzt du Zillas momentan ein? Zillas, ich glaube, Zillas ist seit sehr langer Zeit Art hier. Der ist halt, also ich glaube, der ist immer so um die 50% Win Ratio als Melee Assassin. Das ist normalerweise ein sehr gutes Zeichen, dass er halt gut ist. Er hat halt extrem viele Matchups, die er sehr, sehr hart punishen kann aktuell. Und sehr viele gute Ults, die gespielt werden. Kann Dorans Ringstart auf Smolder Sinn machen? Dorans Ringstart. Na, dein W hat, glaube ich, ein bisschen AP-Scaling. Das heißt, du hättest Wave Clear im Early. Ich weiß es nicht. Ich würde mal tippen, eher nein, aber. Also das ist ja, es gab ja mal eine Zeit, da hat man das auf Jinde und so gespielt, aber ich glaube mittlerweile ist das nicht mehr, oder auf Twitch, ich glaube mittlerweile ist das nicht mehr effizient.
Ja, da war inzwischen eine normale Winrate. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, Hawaii hatte noch nie eine normale Winrate, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, er kommt jetzt langsam so in die 47, 48%. League profitiert auch extrem davon, dass zurzeit nur schlechte Games rauskommen, die auch als Singleplayer-Games sind. Ja, aber also es fühlt sich auch so an, als hätten irgendwie so neue Online, also so Spiele, wo man gegeneinander spielt, überhaupt, die funktionieren die überhaupt noch? Also ich irgendwie, das fühlt sich so an, als würden die, hätten die überhaupt keine Chance mehr. So Competitive-Spiele gegeneinander, die neu rauskommen. Das sind immer nur Weiterführungen von alten. Zum Beispiel, jetzt kam doch irgendwie The Finals raus und das ist doch praktisch schon wieder tot, oder? Ich meine, das letzte Große, das geschafft hat, ist, glaube ich, Tarkov. Kann das sein? Nee. Und jetzt viele so Projekte für so Competitive Games wurden auch einfach eingestellt, tatsächlich. Valorant, ja gut, Valorant lebt von League, Leute. Nee, actually, Tarkov, hat Tarkov Competitive? Apex ist vielleicht besser, ja. Ich glaube, der Markt ist actually sehr komisch. So. Also, die meisten Leute machen lieber sowas wie Palworld. So, wo sie chillig sind und einfach eine ruhige Kugel und Singleplayer und miteinander und in einer Gruppe und du chillst und du farmst deine Pokepals, meine ich natürlich. Entschuldigung, Nintendo. So, ich meine, selbst CS2 hat doch insane Probleme jetzt, oder nicht? Zum Beispiel. Mm-mm-mm. Okay. CS2 passiert doch einfach nichts. Ich glaube, CS2 wurde einfach ein Jahr zu früh rausgebracht, oder nicht? Das ist so ein geiles Spiel. Also, ich meine, die haben einfach komplett verschissen. Die haben Smolder, Nocturne, Unterwall. Okay. Bisschen Scaling. Wir brauchen ein bisschen Scaling hier, wenn es geht, glaube ich. Ich glaube, Corgi ist gut. Ja, Leute, das stimmt eigentlich. Sind Competitive Games tot? Das ist voll interessant, ne? Wo sind die Competitive Games? Ist das Echo Mitte? Ach, scheiße, Mann. Smolder Hawaii Bot. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich für das hier gehen, ne? Danke an Wusel. Willkommen, Wusel. Einen traumhaften wünsche ich. Ah, der Drafter, den sieht echt übel aus, mit Smolder Hawaii Bot. Ich glaube, Smolder ist sehr broken, glaube ich. Na, CS ist noch lang nicht wirklich tot, Leute. Natürlich nicht. Noch lang nicht wirklich tot, na klar. Aber es ist auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast. Und das ist halt, die haben sehr viel kaputt gemacht, damit die zweite Version rauszubringen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also dieses CS2 rauszubringen, war ein Riesenfehler. Ja, der Attila smurft komplett auf Smolder, holy shit.
Nee, danke an Legias. Willkommen. Ich denke, es wechseln auch viele auf Mobile. Auch, bestimmt, ja. Oh, gegen die Augenringe. Und Roulette. Und Attila, der Hundenkönig. MacCrank Redament. Willkommen. Die sollen, glaube ich, eine Operation rausbringen und Elo-Probleme fliegen. Trilux, der immer global war, kommt bei den meisten Karten nicht über Gold Nova raus. Wait, ich spiele mit Trilux am Sonntag eine Win-Challenge. Der ist so wurscht. Ah, muss ich ihn carryen. Ich carry ihn nach AK. Kein Problem, Trilux, ich hab dich. Hättest du halt davor was gesagt, dass du Hilfe brauchst. Ich carry dich schnell. Immer diese wurschtappen Spieler. So, wenn ihr gegen Echo spielt mit Halo Blades, ihr müsst sehr aufpassen, weil der kann euch Level einfach anehen und ihr seid sehr, sehr tot. Außer ihr kriegt genug Minions aufgebaut. Okay, er skillt einfach nicht eh, sondern geht für Kugel. Ja, der wird sehr gefährlich ab Level 2. So, wir haben Toplane, haben wir den besten Counterpick für Aatrox, wenn ich nicht täusche. Aber leider ist der Aatrox Tolkien. Das ist ganz okay. So, jetzt. Two Wave Bounce, ne? Einfach nur die Wave bouncen und jetzt kann er uns hoffentlich nicht all-in und die Wave kommt zu uns. Klein oder große? Ich mache jetzt erstmal nur eine kleine nach der letzten kleinen, weil ich habe am Samstag auch noch eine. Also ich mache jetzt zwei Windchallenges direkt hintereinander. Am Samstag ist NNO Windchallenge, aber Tolkien und Argorin können nicht. Und am Sonntag, also das ist actually sehr schwierige NNO Windchallenge, aber die zwei können nicht. Und am Sonntag ist mit Dalu und Felix und Klör, glaube ich. Da, Challenger Game. Full Focus, Leute. Geh mit Tier, würde ich sagen. Der Botlane geht's gar nicht gut. Die verlieren auch gleich den Dirgeon. Wenn er so pusht, dann nehmen wir die Wave noch. Doppelpotten, Wave nehmen und dann resetten. Sehr risky für den Drake zu fighten. Ja, für die Kabel nicht. So nervig Echo zu dem Zeitpunkt. Wird auch gleich 6 sein, ja.
Der Atrox gewinnt auch Top-Lane. Das ist auch sehr krass, muss ich sagen. Krass. Das ist echt ein guter Echo, der Mann, leider. Das ist ein sehr guter Echo. Hast du flashen müssen? Ja, der hatte eh wieder. Der wollte nur mit dem E warten. Wenn ich nicht flashe, dann eht er mich an und ich sterbe da. Stark. 2-0. Ich hab den Top verloren. Problem ist natürlich jetzt der Nocturne als nächstes. Problem wird komplett gecrushed. Das heißt, wir haben mit dem Giga-Atrox von Tolkien LOL zu tun. Wir halten uns noch sehr gut für ein sehr schlechtes Matchup. Wir halten uns noch sehr, sehr gut. Wir sind ziemlich genau even hier. Richtung Manami. Oh wow, der ist einfach gestellt. Das ist bad für mich. Der kann eine Platte auch noch nehmen, wenn er will. Geht mir noch Dive Top aus. Den Reset gemacht mit der wird die Platte dafür abgeben. Der kriegt halt mit so viel dafür. Auch eine Wave und dann Package die TP in hier.
Kann ich nicht killen, leider. What the fuck am I doing? Okay, spekulativ, spekulativ. Kann man so sagen, spekulativer Move. But we live. We do indeed live. Wir kriegen leider die nächsten Void Goobies hier. Dagegen kann man nichts sagen. Der kann Mitte auch bissen. Ich habe beide meine Tools verwendet, aber ich habe zumindest den Ion gerettet damit. Wenn ich den Ion dann, wenn ich nicht topporte, dann verliert er noch die Wave und wir verlieren den ganzen Turret. Also es ist nicht komplett super GAU, aber ich meine, dass ich Flash verliere, ist halt bad, ne? Offensichtlich. Das ist nicht nötig gewesen. Und ich bin jetzt auch Mitte halt sehr behind. Aber wir sind Bot dafür sehr ahead. Der Hawaii-Support von den Gegnern macht Hoffnung. Wir sind Mitte behind und wir sind top behind. Und die Gegner haben 6 Goobies. 6 Goobies haben sie auch. Das wird später ein Riesenproblem gegen den Echo halt. Nee, das Problem ist auch, der Nocturne hat Ult. Wieder mit. Nur die eine Platte nehmen, mehr geht nicht. Wir werden bestimmt unten für was gehen, aber ich kann halt nicht kommen, wenn ich nicht davor die Wave Cons ausgeführt habe. Die Auto-Attack-Cancel-Kombo, das ist echt ein guter Echo. Wenn ihr das nicht wusstet, ihr kriegt praktisch ein Auto-Attack-Reset, wenn ihr im richtigen Sekunde Rocket weltet. Das ist, was der da gemacht hat. Was ist denn der Fisto? Er ist wieder auf dem Weg nach oben. Ist er nicht. Der Intelligent Feed mit dem Int. Okay, perfekt. Der gefällt mir. Aber das ist halt leider ist der 7 von unseren 9 Kills. So, back to the base we go. Gegen den Top Spirit. Unser Toplaner ist 60 CS behind. Yikes. Der dodgt. Nein, er ist gerade ausgelaufen. Oh, sacre bleu. Oh, er hat ihn? Nee. Oh, nein. An ally has been slain. An ally has been slain. Das wäre ein wichtiger Kill gewesen. Das wäre nochmal 700 gewesen.
nice, nice. Wir haben jetzt Muramana ready. Kriegen wahrscheinlich auch den Vogel unten. Schön Diamond Pox. Ich habe mir überlegt, da zu flashen, aber wenn er einfach ultet, bin ich halt tot, ne? Schon seit überall die Hucke ein, ne? Er hat schon 137 Stacks. Ach, scheiße, Bro. Mein Package nicht defensiv verwenden. Oh, es ist so knapp gewesen. Ja, aber actually ist der kein Shutdown wert, das war so dumm. Ich hätte einfach nach dem Poke rausgemusst. Der war kein Shutdown wert. Ich dachte, das ist eins von den dicken Shutdowns, aber der ist kein Shutdown. Das ist so schwer, das Game, Mann. Wir haben halt ultra hard losing top Jungle. Und wie können wir dieses Game gewinnen? Das ist die große Frage. Das ist auch Lethality Arthur. Ist der Kreis unten für den T2? Die haben halt dann zusätzlich haben sie auch noch diesen scheiß 6 Gubi Bullshit. Na, weil jede Wave one in der. Bei jedem Turret meine ich natürlich. Weil wären das oben alles, ne? Bitte. What do we do, boys? What do we do? Ist auch gigafett jetzt. Er ist leider auch gigafett. Eclipse als nächstes. Und die haben erst einen Drake. Das größere Problem ist einfach die Base. Und der Smolder hat bald seinen Spike leider. Auch Smolder was? Ich glaube, Smolder ist komplett broken. Niemand kann den Echo noch stoppen. Der hat einen Mages. Wenn wir ihn einmal killen, jetzt wäre ich huge. Ich weiß nicht, ob wir zwei können.
tatsächlich nicht dran gedacht, dass er mit einer Vori kann er sein E wieder zurückholen. Wir haben leider den Echo wieder nicht gekillt. Der hat keinen Flash. Aber der kriegt auf jeden Fall top. Und der hat auch wieder Ult. Believen. Aber da sieht man, glaube ich, dass Smolder, also man sieht ganz gut, wie broken Smolder ist, oder? Würde ich sagen. Jetzt von einem guten AD Carry Main mal gespielt, ist das disgusting, ey. Das ist ja so giga broken. Nasty, Mann. Das kann ich nicht beginnen, aber. Das ist knapp. Das ist ja mittelspielbar. Der ist auch mit Solo-Lane spielbar. Ja, der hat sehr guten Wave Clear. Aber er ist, glaube ich, schon besser auf AD. Leider nicht bis zur Clips, die wäre so wichtig, Mann. Ich den Hawaii jetzt finden. Uns einfach auf der ganzen Map auseinander, die Gegner, ja. Was war denn eigentlich? Keine Chance, Mann, ey. Ah, das ist so schwer, dieses Game. Die sind halt einfach so viel mehr Leute. Die haben einen Inter, aber ich weiß nicht, was wir tun sollen gegen die Sidelane. Ich bin einfach nicht gemacht. Ich bräuchte halt langsame Teamfights und die kriege ich aber natürlich nicht hier. Ah, stark, ey. Also Smolder sieht so broken aus, ja. Das ist so ein bisschen, was ich gedacht habe, ne? Der spielt auch die Crit-Route, aber... Ne, warte, warte. Unser Topliner hatte nicht sein bestes Game hier. Und ich muss auch für mich eingestehen, ich glaube, ich habe einen neuen Ban aktuell. Ich glaube, ich habe einen neuen Ban, Leute. Wen ordnen wir hier? Jan Jacobi vielleicht? Ich glaube, ich habe einen neuen Ben. Ein Aatrox? Ne, der Aatrox. Also, Tolkien ist ein sehr guter Spieler, aber der hat jetzt nicht so viel gemacht, ne? Das Problem, also der Echo. Der Echo ist mein neuer Ban. Echo, Echo. Weil, also tatsächlich war der Echo eins der größten Probleme in dem Game. Ich habe den nicht kontrolliert bekommen und der hat halt permanent roamen können. Und der hat ja unseren Toplaner auch mehrfach gedived, so. Also ich glaube, ich werde Echo ab jetzt bannen. Ich finde den Champion disgusting, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den Champ absolut disgusting. Der ist so einfach und so effizient. So, gegen Echo braucht man viel mehr Lane Pressure, genau, ja. Also tatsächlich war der Echo das Hauptproblem in dem Game. Der hat halt, also
Ich habe Mitte Even farmen können, aber er kriegt immer Push und er konnte immer roamen. Und er war bei allen Aktionen war zuerst. Das heißt, der Echo hat das Game gecarried. Nicht, also die anderen haben natürlich gut gespielt. Der Smolder, Tolkien, der Nocturne, so. Aber der Echo war eigentlich der Grund, warum wir das verloren haben, das Game. Weil der einfach bei egal welcher Aktion war der immer zuerst da. Ich muss ehrlich sagen, der Champ wirkt völlig broken, Echo. Ja, das ist auch ein sehr krasser Echo, versteht mich nicht falsch. Ne? Ja, der ist sehr, sehr krass, aber das wirkt absolut nicht balanced mit Lich Bane Rush zurzeit. Okay. Hey, no way, Tolkien, und du meintest, dass euch der Palworld-Server zu leicht ist. What? Mir ist der Palworld-Server zu leicht. Ich sterbe die ganze Zeit. Wait, wie ist mir der zu leicht? Also irgendwie, ich lagge so extrem. Ich kann keine Attacken dodgen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber für mich ist der also nicht zu leicht. Etwas knapp für NNO, oder? Eine halbe Stunde geht in der Regel. Eine halbe Stunde geht in der Regel, aber es ist schon ein bisschen knapp mit der Q-Zeit, nehme ich an. Ah, das Game gerade, ey, fucking hell. Keine Ahnung, was man da hätte machen sollen in der Runde. Keine Ahnung. Und ich muss sagen, das Smolder wirkt einfach unfassbar toxisch. Das wirkt so toxisch, dieser Champion. Jetzt schau dich das mal an. Ne? Also der spielt den jetzt neu, Attila. Und der macht jedes Game Work. Weil dieser Champ ist, ich glaube, der ist bad shit broken, by the way. Also Smolder. Ich glaube, der ist 10 von 10 broken, der Champ. Das heißt, der wird, wahrscheinlich werden die den sogar noch einmal buffen. Ich würde euch empfehlen, den zu abusen, bevor sie realisieren, was für einen Fehler sie gemacht haben. Der ist, ich glaube, das ist einer der brokensten Releases seit langem, der Champ. Na klar, das geht schon noch, ne? Ich meine, der spielt ihn sogar ohne Mana-Mone. Der geht einfach full Crit, geht der. Auf Low Elo nicht, da rennen die runter. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt keins mehr machen. Das ist ein bisschen knapp. Machen wir nach dem Game weiter. Das war kein gutes Game. Da habe ich echt. Also, ich wurde einfach outplayed. Der hat zu viel Pressure auf die Map gekriegt. Ich wusste mir nicht zu helfen. Und dann später gegen die Sidelane hatte ich auch keine Antwort. Aram? Nö. Ich mache ein Normal Game. Mit Zuschauern. Wir können das machen. Gebt mir mal eure Ingame-Namen. Ich will eine Runde Smolder spielen. Dann können wir aber in Minute 15 können wir verfaten dann. Gebt mir mal ein paar Ingame-Namen. So. Und ich glaube, Fleet ist besser als Press, ehrlicherweise. Und hier wahrscheinlich lieber Coop. Okay. Der Morg. Das ärgert mich, ey. Das hätte ich besser spielen können. Ich habe Riesenprobleme gegen Echo, muss ich ehrlich sagen. Riesenprobleme gegen den Champion. Das ist mir gestern schon aufgefallen. Since you've been gone. Um 19 Uhr ist NNO, ja. Ihr müsst jetzt alle eure Rollen aussuchen. Ich spiele Smolder Mitte. Tristana hat bestimmt richtig gut gegen Echo, ne? Ja, das würdest du denken, aber das Problem ist, du hast eine Burst-Rotation als Tristana. Und wenn der Echo irgendwie ahead kommt, ich meine, Echo hat,
Ich glaube, der ist einfach broken aktuell. Legit, der ist auch statistisch völlig broken. Der hat, ich glaube, 52% oder 53% Winrate. Also die Sache ist halt mit Tristana, du hüpfst auf ihn drauf und wenn er ahead ist, dann kann er dich halt, also der kann so leicht einen Kill oder einen Skirmish bekommen und er kann deinen ganzen Burst mit der Ult resetten halt. Natürlich ist es isoliert, 1v1 wäre es gut, weil du ihn komplett aus dem Leben hopsen kannst. Okay, ich glaube, meine Zuschauer bekommen es nicht hin, ihre Rolle auszuwählen. Uns fehlt noch ein AD-Carry, Jungs. Marc, kannst du AD-Carry picken? Smolder ist schlecht. Smolder ist bad shit broken. Marc, AD-Carry. Please, Jungs. Wir haben nicht so viel Zeit. Was ist denn los, Marc? Nee, aber jetzt nochmal zum Pebble-Server. Ich finde zum Beispiel, dass bei uns das Eierbrüten dauert viel zu lange. Oder bin ich blöd? Also Eierbrüten dauert ultra lang irgendwie auf unserem Server. Ja, zack, zack, zack. Was nehmen wir denn hier? Gegen Asia. Oh, da kann man schon mal mit einer Träne starten, ne? Shoki mit dem Spatzmite. Du klaust ihm jetzt den Buff. Du klaust ihm jetzt den Buff, Shoki. Einsatzeinheit Shoki. Ja, das mit den Eiern, dass die so lang zum Brüten dauern, macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Na, ich bin noch nicht so weit bei Pelwald. Ich versuche gerade die Map zu entdecken. Aber die Fights sind irgendwie sehr schwer für mich. Vielleicht mache ich was sehr falsch. Also wahrscheinlich mache ich irgendwas sehr falsch einfach. Aber für mich sind die Fights unglaublich schwierig. Ich glaube, ich habe aber auch noch keine Pistole gecraftet halt. Es sind 23 Minuten und eine Ult. Ja, das ist jetzt nur ein Normal Game. Warum habe ich Ignite? Wait, what? Das ist jetzt nur ein Normal Game vor, weil ich keins mehr geschafft habe. Ich habe leider keins mehr geschafft. Wir müssen dann auch noch ein Challenger Game machen. Dann muss verliere ich meinen Challenger. Ich werde wahrscheinlich heute keine Challenger. Warum habe ich ein Challenger-Game gemacht? Ich Followers. Ich bin immer noch vollgepumpt mit Medikamenten. Und ich mache einfach ein Challenger-Game. Ich bin so dumm. Habe ich einfach meinen Challenger verspielt? Probieren wir den. Wollen wir Pull Crit ausprobieren? Nee, ne? Wir lassen uns den Shojin-Bild mal probieren. Rating 1 bis 10. Wie findest du den neuen Champ? Ich glaube, der ist eine 10, der neue Champ. Also, ne, es kommt drauf an. Also. Ich glaube, aktuell können die Leute noch nicht so spielen. Ich denke, deswegen hat er keine so hohe Winratio. Wobei der, glaube ich, für einen neu releaseden Champion hat er eh schon eine sehr hohe Winratio, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der ist schon über 40%. Was sehr krass ist, tatsächlich. An die Q critten? Nee, aber die scaled mit Crit, scaled die. Sehr cool, dass mit dem Spray wieder geht. Ja, ich bin so happy, dass das wieder klappt, Leute. Wie funktioniert Smolder? Also, wie funktioniert Smolder? Smolder ist ein Caster Hyper Carry, AD Carry. Du machst ungefähr 80% Physical Damage und 10% Magic, 10% True im Late Game. Ab 225 Stacks kommt der True Damage. Das ist natürlich immer abhängig von der Game-Zeit, wie viel Damage Split du hast. Aber primär machst du Physical Damage. Du hast
eine Passive, die ein bisschen ist wie eine Aurelion Sol Passive. Du bist ein endlos Stacker und du sammelst hier Dragon Practice Punkte. Die kannst du auf verschiedene Art bekommen, wenn du Gegner mit Spells hittest, wie hier zum Beispiel. Wenn du Gegner mit Spells hittest, oder wenn du Minions mit deinem Q-Last hittest. Du kriegst nach 25 Stacks kriegst du dein erstes Upgrade. Dann macht dein Q AOE-Schaden und dann bei allen, also dann bei 125 und bei 225 kriegst du die nächsten Upgrades. Lol. Lass mich raten. So, jetzt seht ihr, das ist das erste Upgrade. Und das erste Upgrade, es ist wichtig, dass ihr das so schnell wie möglich rusht. Deswegen ist diese Early Tier so nice, weil ihr dann besser mit eurem Q-Last hitten könnt. Ich hätte ihn einfach noch hitten können, ja. Ich wollte ihn langsam verbrennen lassen. Da war ein bisschen falscher Disrespect da. Genau. Und dann, die Idee ist praktisch, dass ihr permanent alle Minions mit eurem Q-Stack, euer W schießt in so einer langen Linie nach vorne. Ist so ein Atem. Schatten mit der Mana-Mode sogar, ne? Das slowt. Euer E fliegt in die Luft. Ihr habt erhöhten Movement Speed und könnt über Terrain fliegen. Und eure Ult ruft eure Mutter und ihr macht in so einer langen, geraden Linie. Das ist praktisch wie eine Ohren-Ulti in eine Richtung. Von euch aus. Und wenn ihr im Zentrum steht, heilt ihr euch ein bisschen. Oder eine Nami-Wave. Das ist wie eine Nami-Wave. Das trifft es besser, glaube ich. Genau, und die Idee ist einfach zu stacken. Ihr stackt. Und dann erreicht ihr halt, gerade bei 225 Stacks geht es dann halt zur Sache. Ja, und seht, also es wird halt immer besser zu stacken. Und ihr werft die ganze Zeit Spells auf den Gegner. Euer W gibt euch auch Stack. Euer Q gibt euch Stacks. Das Q ist sogar Point and Click, was das noch viel einfacher macht. Stacken. Immer wenn ihr könnt, immer wenn irgendwie möglich ist, stackt ihr. Schade. Ich hätte mit dem E auch über seine Wand fliegen können, aber erst nachdem sie steht. Seht ihr, da kommt die Mom, macht ordentlich Schaden, gibt euch weitere Stacks, gibt leider ein bisschen zum Rückschossen. Nice, eine Menge Stacks für uns. Weiter geht der wilde Ritt hier. Und wir versuchen jetzt einfach nur Stacks zu kriegen. Sobald wir 125 Stacks haben, machen wir extra Pömpel. Also unser Q macht dann AOE-Schaden und beschwört nochmal extra Pömpel dahinter. Und sobald wir 225 Stacks haben, bleibt das gleich. Aber wenn ihr jemanden trefft, dann macht ihr Max Health True Damage Burn. Also die brennen dann und ihr executet sie bei einem gewissen Life-Threshold. Das ist praktisch wie ein kleiner Elder Drake, ist das. Oder je nachdem, wie lange es scaled, auch ein richtiger Elder Drake. Genau, und der ist aktuell, ist dieser Champion jetzt, wie gesagt, der ist jetzt gerade rausgekommen. Die Leute testen den aus, die Win-Ratio sieht noch nicht so gut aus. Es gibt verschiedene Build-Ansätze, es gibt den Trinity Force Shojin-Build. Und es gibt den Full-Crit-Build. Da gibt es Leute, die, also je nachdem, wen ihr fragt, referieren die unterschiedliche Builds. Aber es scheint beides zu funktionieren. Und jetzt ist gerade eine Zeit, klar, die Win-Ratio ist niedrig, das wird viele abschrecken, den zu spielen. Aber ich sag euch, dieser Champ ist absolut broken aktuell. Der ist, wenn ihr bereit seid, ein bisschen Zeit in den zu investieren, der hat super satisfying Gameplay und der ist giga broken. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn ihr nach was Neuem sucht, spielt Schmolder.
Oh nein. Ich hab die falsche Abbiegung genommen. Rette mich, Subscriber. Nein. Mein Subscriber hat mich mal wieder nicht gerettet, ey. Man kennt sie. Stackt das mit dem Elder? Nein, der höhere Threshold des Executes zählt. Also praktisch, wenn du jetzt einen Collector hast, der bei 5% executed oder ein Elder, der bei 15% executed hast, dann executest du nicht bei 20, sondern bei den höheren der beiden. Und das ist in dem Fall 15%. Das ist eine QWSQ. Nein, das ist ein Point-and-Click-Spell. Das ist kein Skill-Shot. Der ist Point-and-Click, der Spell. Das macht ihn so stark. Jetzt geht's einfach nur um Stacken mit unserem Schmolder, Leute. Stacken, stacken, stacken. Ein bisschen AnyQ. AnyQ ist ein gutes Beispiel, ja. Das ist sehr viel smoother. Und es ist halt auch ein Auto-Attack-Reset tatsächlich, ne? Warum lehnt denn die Mitte? Warum lehnt denn Miss Fortune Mitte? Ja, nicht Auto-Attack Reset. Oh, entschuldigt bitte. Das ist halt, also, wie nennt man das? Nicht Auto-Attack Reset. Sorry, das ist das falsche Wort. Okay, calm down, Faker. Nice. Jetzt geht's einfach nur darum, pushen, farmen, stacken, farmen, pushen, farmen. Das ist eine Sache, die ich finde bei Smolder ist viel zu stark. Ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt, aber dieser Champ hat einen der besten Wave Clears im ganzen Game. Das ist völlig krank, der Wave Clear für einen AD Carry. Wow, war das lucky. Das ist wirklich nicht balanced. Hätten lieber mal die Schwachmaten im Champ-Design und Balance-Team feuern sollen. Ja, die haben den gefeuert, der Smolder entwickelt hat. Praktisch, der wurde, bevor sein Champion rauskam, gefeuert. Also er hat ihn fertig gemacht und jetzt ist er gefeuert, bevor der released wurde. Ich helfe dir nicht, ne? Die müssen gucken, was sie machen da. Oh, Jumpy Lion, Baby, Popper. Choki. Du hättest smiten können noch. Ihr habt eigentlich den Drake verloren mit zwei Smites. Komm, guys. Komm, keine XP. Ich hab mich schon gefragt, warum du so low level bist. Choki, warum trollst du denn schon wieder? Was ist da los? Immer diese Zuschauer beim Trollen. Nein, jetzt seht ihr, jetzt haben wir diese kleinen Pnöpel dahinter bekommen. Habt ihr die gesehen? Diese kleinen Schüsse, die hinten rausgehen? Wieso haben die den gefeuert? Die haben halt sehr viele Leute gefeuert. Geldeinsparungen, glaube ich, war der Grund. Wenn ich mich nicht täusche. Der kriegt mich. Also wenn ich davor geholt hätte, hätte ich sogar überlebt. Okay, ich muss ganz kurz auf der Prime League Seite auf
Oh nein. Oh nein, er hat mich schon wieder ausgelockt auf der Prime League-Seite. Ich hasse alles. Oh nein, Leute, nicht schon wieder der Lockout auf der Prime. Ich hasse das so sehr. Der lockt mich jedes Mal aus. Oh mein Gott, no. Okay, das muss ich jetzt während dem Game machen. Das wird jetzt sportlich, sage ich euch. You can concern yourself with bigger things. Was ist denn mein Passwort? Nein, nein. Woher soll ich denn mein Passwort wissen? Wer merkt sich denn so einen Scheiß, ey, Bro? Ja, das war jetzt nicht die Kombo, die wir uns gewünscht haben, ne? Okay. Oh mein Gott, ich hasse alle. Jetzt komme ich in mein E-Mail-Konto nicht rein. Okay, dann muss ich jetzt einmal mich hier einloggen. Jetzt wird Multitasking wird hier groß geschrieben. Okay, aber erstmal lass uns hier kurz killen hier an dem Bull. Oh, mit der dicken Sau, weiß ich ja nicht. Okay, so, dann. Oh! Was ist das hier? Ich lieber meinen Renekton auspacken sollen. Ja, den hätte ich mehr gefühlt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Renekton Support so gut gewesen wäre. Warum ist eigentlich der gegnerische Smolder so schwach und ich so stark? Patita! Schön gemacht. Wir haben jetzt unsere Trinity. So, jetzt kann ich mich einmal ganz kurz einloggen auf der Prime League-Seite. Bin ich vielleicht an meinem Handy auf der Prime League-Seite eingeloggt? Lass mal schauen. Natürlich nicht. Cool. Scheiße. Okay, Leute. Es ist im Spam-Ordner, so wie es aussieht. Okay, die haben mir, bei mir ist die E-Mail nicht angekommen, um mein Konto zurückzusetzen, mein Passwort zurückzusetzen. Was mache ich jetzt? Bin ich da jetzt nochmal drauf, oder? Oh, da war ein Loch der Fiddle drin. Aber. Warum ist unser Jungler ein niedriges Level als der gegnerische Supporter? Oh, schöner Ezreal Ult Snipe. So, jetzt brauchen wir Shojin. Sehr gut. Sofern ein passender Account wurde, eine E-Mail an die verknüpfte Dings gesendet. Aber ich habe keine E-Mail von euch. Hä? Ich habe letztlich keine E-Mail von denen. Was meine ich denn jetzt? Ich komme nicht in mein Konto. Für Chat? Ideen? Sehen wir es nochmal? Neues Passwort anfordern. Okay, Test 2. An ally has been slain. Ah, jetzt ist es da. Man muss es nur nochmal machen. Okay. Müssen wir bei der Prime League ein paar Sachen nachfragen, tatsächlich.
Und das sind erstmal unsere zwei. Wir waren auf so einem guten Stacking-Weg und dann kommt wieder dieser Hackmeck mit der Anmeldung, ne? Aber ich sollte das wirklich machen. Meine Dings haben das bestimmt. Wir haben ein neues Passwort an die E-Mail geschickt. Geil. Okay, das ist auf jeden Fall Alois. Sehr gut. Das ist tatsächlich eine neue E-Mail. Wenn ich euch das jetzt kurz sage, merkt ihr euch das dann schnell? Weil sonst muss ich es mir merken, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Okay, das ist die B7D Klammer 5. Ja, das ist es. Ja. Wenn man italienische Support gerade was gewonnen hätte, hey. Oh nein. Oh nein. Alois ist hier. Wir haben Alois. Sehr gut. Nee, wieder ein Drache. So, jetzt aber ganz gut hier. Dein neues Passwort. Und jetzt muss ich das hier eingeben als nächstes. Okay, wie mache ich das jetzt am Scheißen? Ich schicke das jetzt in meine Moderationsgruppe. Dann kann ich es am... Die werden sich fragen, was das für ein komisches Ding ist. Und dann kann ich das aufs WhatsApp-Web nehmen. Boah, Leute, ich fühle mich wie... sag mal, bin ich Hackerman oder was? Seid ehrlich. Ich bin es, ne? So, und jetzt als nächstes brauchen wir Rapid Fire kennen hier. Jetzt nehme ich das hier raus. So, jetzt brauche ich das Passwort von euch bitte einmal. Hat es einer kurz? Habt ihr kurz einer das Passwort? Login erfolgreich. Ja, so. Und unser Game startet in Kürze, steht hier. Und jetzt muss ich hier Ich bin bereit drücken. Okay, wir haben's, Leute. Let's go. Und jetzt carryen wir die Scheiße raus aus dem Game. Let's fucking go. Drache, erwache, Baby. Wir müssen schnell sein, Leute. Jetzt ein decisive Push gemeinsam. Aufhören rumzublödeln jetzt. Jetzt werden wir ernst. Ich habe jetzt auch meine 225 Stacks. Ja, nice try, Bro. Krache, Wache. Bitte. Hat eine Ult. So, nice try, Bro. Hab ich doch gesagt. So, wir sind jetzt der Big Boy Drache. Dann halt mich jetzt endlich der Rambo. So, eine wichtige Bart Ult. Da jetzt ist der starke Punkt, ne? Weil jetzt haben wir praktisch unseren True Damage aktiviert. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden einmal mit dem Q touchieren, verliert er ungefähr die Hälfte seiner Leben. Und. Moin! Schade, wenn ich die Mom noch beschwöre und die Gneite können wir ihn da auch noch. Danke dir, Mr. Pogo Stuck. Dieser Name, ey, macht mich immer noch so glücklich. Der gute alte Mr. Pogo. Leute, wir müssen enden. Nein! Rush the Nexus! Rush the Nexus! Ich könnte schon mal TS gehen, wo die anderen wahrscheinlich sind. Hast du Antibiotika gegen deine Laginitis bekommen? Du hast das. Ich glaube, ist das nicht komplett falsch geschrieben, Bro? Warum musst du denn das lateinische Wort verwenden für die Kehlkopfentzündung?
Und warum verwendest du das lateinische Wort in der englischen Schreibart? Wait, what? Can I get something? Pretty, pretty, please. Warum schreist du nicht einfach Kehlkopfentzündung? Ja, wie ein Doktor. Sind nicht alle meine Zuschauer Doktoren? Aber meine Doktoren hier im Chat wissen doch, dass ich kein Doktor bin. Und die wissen doch, dass sie ein bisschen das Dumb Down müssen. Aber wir müssen jetzt echt enden, weil ich habe mein Game. Let's go. Also 90% meines Chats sind Doktoren. Die anderen 10% sind Astronauten. Wenn ihr nicht zu dieser Gruppe gehört, dann seid ihr in einem von den 0,1%, die einen anderen Job machen. Aber es ist wirklich 99% sind in diesen zwei Gruppen. Ich habe nur Astronauten und Ärzte. Und manche sind auch beides, deswegen wird der eine Prozent auch noch frei. Ich bin wirklich Astronaut. Ich sag doch, meinst du, ich lüge dich an oder was? Natürlich bist du ein Astronaut. Soll ich gleich für Panda einspringen? Lässt du mal den Kani in Ruhe, Kollege? Jetzt kurzer Panther her. Oh, schöner Schatz. Oh. So, jetzt in den Teams weg. Channel switched. Hallo. Hallo. Servus, Zeneve. Wir sind alle gemutet. Was ist hier los? Bist du Jungle oder Mitte eigentlich? Ich? Moment. Wie ist die Planung? Wer geht wohin? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich wurde für Toplane bestellt, aber ich kann auch ADC spielen. Tolkien wahrscheinlich Jungle, ne? Okay, dann nehm ich mal an, Argorin ist missing. Check. Ich glaube, Argorin ist wandern in den Bergen, ja. Das ist Azulana, das ist voll cool, hä? Nein, das ist cool. Was lachst du hier Argorin aus? Was ist mit dir verkehrt? Wandern in den Bergen. Mal ein bisschen Freizeit machen. Ich bin ehrlich, ich hätte ihn nur nicht als die Person eingeschätzt, die das macht. Aber ich find's cool. Wenn ich mir das vorstelle, ist das süß. Wie redest du über Argorin? Oh, grüß Gott. What the fuck? Wer redet schlecht über Argorin? Zenef hat gerade gesagt. Stell dir vor, ich habe erzählt, Argorin ist wandern in den Bergen. Was? So hätte sie ihn nicht eingeschätzt. Der ist Schweizer. Der lebt auf dem Berg. Ach, der lebt ja sogar in der Schweiz. Ja, ja, jetzt wieder zurückrudern. Ne? Du hast ihm gerade ins Gesicht gesagt, dass er ein Stubenhocker ist. Ne? Also die engsten Freunde nennen ihn nur den Almöhi. Also das ist basically Argorin. Aber nur die engsten Freunde. Ist nicht der Almöhi ein Österreicher aber? Das ist doch alles das... ich weiß. Entschuldigung, ich bin Österreicher. Jetzt bist du aber auf einem ganz schmalen Grat, ja. Kollege. Jetzt bist du aber auf einem ganz schmalen Grat. So, wo ist denn? Ist der Code schon da? Oder haben wir wieder verkackt, Ready-Check zu machen? Nee. Wir sind alle fertig. Ich glaube, es gibt keinen Code. Oh, wir sind schau, so gut. Actually, es hat jemand eine Lobby gemacht. Ja, ich hab den Code. Ich kann euch einfach reinladen. Ich bin nur eingejoint. Ich habe auch den Multi-OPGG von denen. Strong. Es ist sehr wichtig, Bard zu first picken. Mhm. Enemy, 69% Unit, ne? Enemy Support ist auch Bard One-Trick. Mhm. Ja, es ist sehr balanced, Champion aktuell. Gut, dass er nicht gechanged wird im nächsten Patch. Hey, Bard wird mega hart gehittet. Echt? Ich hoffe sehr, dass der einfach Kristalle löscht. Rukern wird genervt. Was? Nur Kinetic Rukern wird genervt? Mhm. Ach, krass. Und Frozen Heart wurde letzten Patch schon 100 Gold teurer gemacht. Oh mein Gott, kannst du überhaupt noch spielen? Well, Action Dry hat wirklich gesagt, dass sie seine Chimes nerven wollen, aber das ist ein komplexerer Prozess und der dauert noch ein paar Wochen. Die sollen den einfach, die haben die doch einmal gebufft um 4 ja, oder 5 Damage. Von 11 Damage pro 5 Chimes auf 15. Ja, Lazarus hat auch geschrieben, sie sollen das einfach reverten. Achso, ja. Okay. Was mit Lee Sin Ben hier oder First Pick? Wer geht eigentlich Jungle? Tolkien, du oder ich? Ich glaube, es ist ja meistens, wenn ich es tue, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wir können ja machen, wir wollen, ja. Ich habe es noch nicht durchdacht, aber ich glaube, Zeniva auf Toplane, der Tollgrüne im Wald, aber ich habe jetzt echt nicht viel gejungelt. Also, hast du viel Jungle gespielt, Freddy? Nö. Aber Jungle ist lustig.
Rookie, ich möchte herzlich beipflichten. Divayne wollte nicht gewinnen, die ist ja komplett, also war terrible. Ja, oder? Du hast sehr gut gespielt, by the way. War ein krass Game von dir, honestly. Danke. Oh. Wir können das ja recht flexibel halten. Also eine Midlane kann ich auch noch spielen. Im Worst Case, weil ihr da rumflexen wollt. Sind wir Blue oder Red Side? Wir spielen jetzt zwei Games, ne? Hin- und Rückrunde. Genau. Ich glaube, wir sind Red Side. So wie sie zumindest. Dann müssen wir aber bei Ben, oder nicht? Habt ihr OPG nochmal für mich, ganz kurz? Ja, ja, habe ich. Geht die Win-Challenge für morgen? Ja. Was haltet ihr von Margit nur mit Keule killen? Ist das dumm? Mit Leveln? Mit Leveln oder ohne Leveln? Ich habe dieses Game noch nie gespielt. Du darfst sie leveln, außer Bröki, weil der gut ist. Müsst ihr alle? Du darfst sie leveln? Ich muss ganz kurz intervenieren. Also, das hat Toni quasi gestern schon gemacht. Mit Keule? Nicht mit Keule. Nein, aber sie hat ohne Keule gefühlt 10 Stunden gebraucht. Was nicht schlecht, es ist immer noch sehr gut, weil sie den Soulstack gespielt hat, aber. Also ihr versteht meine Bedenken. Ja, aber das ist ja, weißt du, die Sache ist, das würde dann halt an dir hängen. Aber es gibt halt so verschiedene Ansätze, wie man mal so ein Soul-like in der Wind-Challenge verbauen könnte. Ich habe auch noch nie ein Soul-like gespielt. Wir machen irgendwas, wo alle mitmachen können. Aber weil du und Tolkien wären halt besser. Ich meine, Tolkien ist jetzt nicht dabei, aber ihr wärt halt sehr viel besser. Das heißt, es muss schon irgendwie schwer sein und ihr schafft da dann am Ende, aber alle können mitmachen. Es gibt auch so eine Base-Route von Anfangsbossen. Über welches Game reden wir eigentlich? Elden Ring, okay. Ich bin so sauer, ich wäre so gerne dabei, honestly. Das klingt voll geil. Aber ja, ihr solltet machen dabei. Seamless Koop-Modus, da könnt ihr actually zusammenspielen. Die Bosse werden stärker. Ich glaube, es geht bis zu 4 Personen. Chat, gerne mal helfen, aber Seamless Koop zu 4? Seamless Koop. Habe ich mit Maxim gemacht und mit Holler, das ging zu dritt. Zu dritt ging das safe, zu viert maybe auch. Wir sollten vielleicht erstmal Prime Link machen, oder? Ich glaube, die warten auf uns. Wir können zwischen den Games quatschen. Und werden die auch mal annehmen hier, die Scheiße, du. Was? Ich hab aber kommt erstmal alle ran. Also du bist endlich auf der FF-Liste, aber ich hab dich auf der Freundesliste. Ich hab dich eingeladen eigentlich. Nice. Und ich brauch dann, wenn wir so exotische Sachen machen, save die Game-Liste, weil ich kann nicht während dem Stream morgen Sachen downloaden. Ja, das können wir ja zwischen den Games kurz zusammen. Weil du wolltest auch Dota spielen, das habe ich zum Beispiel auch nicht installiert. Also ich würde alle MOBAs einmal machen, ja. Hätte ich ultra Bock drauf, ja. Ja, wäre ich auch dann. Oh, bin ich happy, dass ich nicht dabei bin, wenn du Dota spielst. Dota ist ein geiles Spiel, Mann. Dota ist geil. Terrible. Dota ist halt auch was für die simpleren Gemüter. Ich hab Dota gespielt, bevor Dota 2 draußen war. Ich habe Dota 2 nie gespielt. Also aber legit Dota gespielt. Dota hat sich, also wir haben das in der letzten Match, hat sich richtig geil angefühlt. War die nicht mit Dalu? Nee, das war mit Solo-Gesang, war das. Ah, okay. Ich bin gewundert, wenn Dalu sein Ding zugelassen hätte, Dota zugelassen hätte. Sind wir ready? Wir sind ready, oder? Und noch einen Wunsch von mir, ich möchte einmal dieses Party-Animals-Ding spielen, weil das habe ich noch nie gemacht. Die machen wir eh. Also Party-Animals machen wir sowieso. Weil das ist immer die komplette Anarchie. Und Overwatch wahrscheinlich auch. Das ist auch immer so ein Filler-Game, das wir schnell schaffen und das einfach lustig ist. Ja, I like. Seid ihr sortiert? Also warte, Zenive, was hast du gespielt? Was willst du spielen? Wo bist du happy mit? Top und ADC. Okay. Also das heißt, ich gehe in Wald und wahrscheinlich gehe ich einfach in Wald. Du gehst einfach Jungle, würde ich sagen, ja. Da haben wir die meisten Main-Rollen und ihr könnt einfach Karen nicht chillen. Denkt ihr, die First picken Bard? Mitte geht auch, by the way. Safe, oder? Natürlich First picken die Bard. Da müssen wir ihn ja bannen. Jetzt will ich meinen Bard. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Das ist ja giga lame. Ich will Bard spielen. Nee, hast du von Schüch geguckt, was du da vielleicht bannen willst? Das ist so React viele Games, Arthos Games. Können die Jon bannen, wenn er will. Ich glaube, den kann man halt nicht outbannen, ne? Da sind auch eine Menge Blind Picks dabei. Aber dein Rennec-Matchup ist, glaube ich, ist es fun für dich? Ich weiß, was du gerade spielst. Nee. Ja, komm, Rennec können wir rausmachen. Wenn wir sonst nichts haben, ist fein. Hat der Typ im Wald hier gespielt? Sollen wir eigentlich ein YouTube-Intro machen? Wir könnten die Sinbahn gegen den. Ja, Kani, mach mal. Hallo und herzlich willkommen. Auch im Jahr 2024 seid ihr uns nicht losgeworden. Auch im Jahr 2024 muss eine Glocke abonniert werden. Und jetzt viel Spaß beim ersten NNO Old Prime League Spieltag Division 5, 4? 4. Strong. Dieses Jahr ganz steigen wir auf. Trust. Gutes Intro. Perfekt. Wir können auch nur eine Division aufsteigen, weil wir dürfen ja immer noch nicht Division 2 werden, ne? Division 3 ist ja Max. Ja, aber wir sollten ja aufsteigen, glaube ich. Ja, ja. Division 3 hat safe. Division 3 hat das Ziel, meine ich. Weißt du, was ich meine? Das hat das Ziel. Höher geht ja nicht. Warte, Div 3 ist schon Max, weil NNO Prime noch spielt? Mhm. Genau. Oh, das ist ja doof. Und wegen Streams, richtig, ja. Ja. Aber Div 3 ist ja nicht auch ziemlich, ist glaube ich so
Ist auch nicht Level. Bad. Hat irgendwer von euch rausgekriegt, warum die Regeln so unterschiedlich sind für Eintracht und uns? Ich verstehe es gar nicht. Ich fand es gestern auch sehr weird. Honestly. Aber ich habe auch in die Watcher-Gruppe geschrieben, ne? Ach so. Oh. Ja, wir können es ja mal, Quatsch, ne? Wir können es ja mal anfragen einfach, oder? Also, bei der Prime League. Ja. Die haben korkige Band. Brücke. Zenives Aatrox respektiert. Zenive. Brücke, was willst du spielen? Ist der jetzt schon full mute? Bitte? Nein, ich bin noch nicht, ach so. Ich bin noch nicht sauer. Ich würde erstmal die Wasser testen und dann können wir irgendwas spielen. Gin oder MF sind oder so. Oder ist irgendwer damit noch zufrieden? Mach ruhig. Nee, nimm ruhig Xen raus. Bitte, Champion, ziemlich lästig. Ich spiele irgendwie irgendwas Amopen-lastiges. Irgendwas, das hart snowballt. Okay. Und wenn die Gegner richtig schlecht sind, dann würde ich immer Small da spielen. Aber ich glaube, nur wenn die halt das erste Game so... Broken, by the way. Ich hab heute ein Game gegen den voll digitierten Smolder gespielt und wir waren 10k Gold ahead und es war so schwer, das noch zu gewinnen. Okay. Weil er einfach alles one-hitted mit seiner Ult und wenn er halt stacked ist. Ja, beim Gegner-Team, achso. Ja, im Enemy-Team. Ja, also es kann auch eine Rail Jungle sein, ne? Das ist ein Flex. Ja, wenn ich blenden muss, dann spiele ich einfach Miss Fortune eine Runde. Ganz locker. Ich kann auch Maokai gehen, honestly. Pick Maokai, wir können ihn auch flexen. Ich kann ihn actually auch Support into Rail spielen. Ja, dann mach mal. Azir, Maokai, bang, bang. Ist halt nicht zu viel Mantic Damage? Ist safe nicht optimal, aber ich kann auch AD Jungle spielen, wenn wir Kani Support wollen mit Maokai. Honestly, wenn wir MF haben, also Armor Pen ist absolut gestört. Ja, aber ist schon kacke für Azir, Maokai, wenn die Gegner 5 Mercs haben oder so. Ja, das ist nur kacke für euch, nicht für mich, ne? True. Ich sehe mich schon auf dem Penta heute. Für YouTube-Video oder für was? Nö, einfach für mein Ego. Ah. Wrong. LeBlanc. Spielt der Jungle überhaupt Drill? Es gibt Elden Ring Bingo. Was, wenn wir zusammen ein Bingo machen müssen? Weil da sind schwere und leichte Aufgaben drauf. Ich glaube, es ist so ein Zeitsprengen-Ding halt, weißt du? Was machst du, wenn du das, was machst du, wenn da steht, du die musst... Die sieht Malenia, zum Beispiel. Zum Beispiel Malenia. Ja, das ist halt nicht möglich an einem Tag. Okay. Für uns nicht, nee. Actually, fuck den Support-Flex und wir picken einfach Nautilus? Oder willst du den Maokai loswerden? Oder willst du ihn gar nicht jungeln? Mir ist egal, ich kann Maokai spielen. Easy. Sollen wir das Fortune sichern einfach? Ja. Können wir machen, klar. Ah, okay, ja, gut. Wir brauchen halt Heavy Hitting, AD Carry, irgendwas. Also der Jungler von ihnen spielt Rell. Und der Support actually die Season noch nicht. Okay, haben wir andere was? Topland noch irgendwas? Was sie raus wollen? Lass mich schauen. Ohren hilft ihnen, das ist zu viel AP. Ich hab nix. Team. Was waren wir da? Bann mal Karma. Einfach fuck Karma. Ben Lee Sin, der ist Lee Sin Main im Jungle. Oder Lee. Ja, also es gibt eigentlich nicht wirklich Sinn mehr AP zu bannen, aber oder war. Lee Sin ist guter Call. Ben Lee Sin. Was mit Aatrox bannen? Spielt er auch? Warte, hab ich gerade schon. Ist schon weg, okay. Shen vielleicht? Einfach weil es sonst nervig sein könnte. Der Champion ist fucking useless. Okay. Du holst einmal weg, 3 Platten weg, du kannst nicht mehr spielen. Also außer du gewinnst halt Lane, so killst, dann kannst du halt weggeholt, ohne was du für den noch kaufst, aber dann... die Zenive Vayne hat gebannt! Oha. Das ist wirklich ein Target-Ban, ne? Ich dachte, der Aatrox wäre, ich dachte, die denken, dass ich halt auf ADC bin oder so. Und das Turkey top ist. Aber gut. Ja, ich glaube, die haben jetzt mittlerweile gerafft, dass wir... Und der Stream-Delay hat sie eingeholt. Ja, ich denke auch. Ich denke, sie müssen jetzt mehr. Das ist ein Ligaspiel, Leute. Oh, lange erst zusammen gespielt haben, Leute. Das ist actually fun. Freue mich darauf. Ich spiele das echt lang. Ja. Ich habe auch ultra wirklich nichts mehr gemacht in der Gruppe. Ne? Das ist auch schwierig. Alle machen auch mit so viel zu tun. Ja, safe. Mittlerweile. Das ist echt verrückt. So, warte, was kann ich? Wolltest du jetzt Botlane spielen? Die Maokai oder so? Nee, lass das bitte bis Ende offen halten, ne? No? Okay, dann viel Spaß, Toplane. Blind Pick. Machst du schon. Jax. Ja, gerne. Gibt's einen Jax? Gibt's einen Jax? Ich meine, ist machbar.
Okay. Der macht ja jetzt auch ein bisschen Magic Damage, ne? Warum haben wir jetzt Top geblindpickt? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich habe auch. Brücki wollte, dass wir den Support durchhalten. Ich will einfach 10 Elfen unter Druck auch ein bisschen erleben. Das kannst du doch nicht in einem Official machen, Mensch. Du Darius. Ein bisschen Diamanten entstehen lassen, ne? Unter Druck? Ja, genau. So. Ist Luke. Okay, Braum. Seht ihr, die droppen ihren Flex? Und da würde ich jetzt actually den Maokai in den Forst schicken. Genau. Sure. Und selbst würde ich hier. Ich google mal schon meine Runen. Ich kann hier alles spielen. Ja, kannst auch, wenn du willst, kannst du irgendwas Enchantiges spielen. Wir könnten auch eine Ash-Support raushauen, wenn wir noch mehr Physical Damage brauchen. Das fühle ich auch nicht so sehr, glaube ich. Der Pirat? Der Pirat. Wer ist so ein Gangklinker gespielt? Ah, Janna ist actually nasty hier, oder nicht? Ich habe Typi gespielt, aber ich glaube, der ist. Gegen Rell auch. Einfach. Okay. Ja. Aber Essence Streamer wird jetzt gebufft im nächsten Patch. Dann ist was mit einer Nami besser. Zum Beispiel? Du valuest Nami über Janna. Ja, weil die bessere Synergie hat. Ja, aber das ist auch eine Ulti, der Braum einfach schlucken kann, ne? Ja. Na gut. Also ich finde Nami Maokai-Verbindung cool. Also nö, du bist der Papi. Ich sehe so ein paar Synergien hier. Ich kaufe Abend für dich. Ich bin ganz aus Welterbeer back. Ich spiele Heal. Du machst was anderes. Ich wollte im Chat baiten, weil ich kein Smite habe, dass die sauer werden. Aber die sind eh schon die ganze Zeit sauer. Das Beste daran, Offstream zu sein, ist, ich kann jetzt easy den Fußfetisch-Skin spielen, ohne dass jemand einen anderen Skin requestet. Den Fußfetisch-Skin? Auf Nami? Ja. Yep. Die hat doch eine Flosse, oder nicht? Ja, ja, I will show you. Aber okay. Ich war gerade total im Headglitch. Habe ich das gerade wirklich gehört? Was habe ich gerade gesagt? Du hättest wie Nein gehabt, da habe ich mich unmuted und dann haben Gilius und Rico drüber geredet, was für Fußnägelfarben sie am attraktivsten finden. Also okay. Jedes Mal, wenn du mich unmuted hast, dann war bei Gilius und Rico war irgendwie, ich weiß nicht, was bei denen los war. Die haben über, das eine Mal haben sie über Fußnägel geredet und dann haben sie aber auch über Fingernägel geredet beim nächsten Mal, als ich mich unmuted habe. Welche ja, genau, über die Nägel an sich, wie lang die sein sollen, was sie am heißesten finden. Ja, also wie lang auch die Nägel sind. Das sind die wichtigen Dinge. Sehr gefährlich, sich zu entmuten mit den beiden. Okay. Und jetzt gewinnen wir, ne? Ich denke, das ist ein guter Call. Ich hab dich. Okay, Leute, ich sag das jetzt einmal. Agurin ist im Urlaub. Der Mann ist wandern. Der ist gerade auf Mount Everest, ist er gerade. Und versucht in spiritueller Sicht seine Jungle-Skills zu manifestieren bei Gebeten auf dem Mount Everest. Das macht Agurin gerade, der ist schon oben. Microphone activated. Resume. Was ist Eierfarben? Einfach weiß! Was? Aber warum nicht lila wie Itachi? Ich dachte, das ist ein Meta. Was? Toki, was ist denn mit dir passiert? Ist das immer fun, ey. Ist das geil. Aber was haben die denn jetzt agreed? Was haben Gilius und so agreed? Was ist denn jetzt die beste Fußnagelfarbe? Weiß. Ach, wir haben da 15 Minuten diskutiert. Die Fingernägelfarbe ist weiß. Ich dachte, deine Meinung weiß, dass du diese Eierfarbe geil findest. Ja, ich habe da schon auch mitgemischt. Und wir waren alle drei einer Meinung. Okay. Bei Fingernägeln kann es nur schwarz sein. Da gibt es keine andere Antwort. Fingernägel gibt es viele. Also, es kommt auch auf Haarfarbe an, finde ich. Und auch generell auf Style. Ich finde, Kani, wie kannst du denn eine Meinung darüber haben? Ich habe da nie über nachgedacht. Das ist ja crazy. Du musst ja, die haben da 10 Minuten drüber geredet. Und Kani hat mitgemacht. Der hat sich entmutet und der ist voll rein ins Gespräch, ne, kann ich dir sagen. Interesting. Finde ich gut, Kani. Sich auch mal weiterbilden. So, 10, warum müssen die Fingernägel jetzt schwarz sein? Warum nicht weinrot? Was ist daran das Problem? Das kommt drauf an, wenn man die Confidence hat, einen roten Anzug oder sowas zu rocken, dann geht das. Aber ich weiß nicht, schwarz sieht einfach zu gut aus. Es passt halt zu allem, ne? Das cool. Auch. True. Ja, aber wer hat denn, also schwarze Fingernägel sind doch voll selten, oder bin ich jetzt blöd? Ich glaube, das ist die meistbenutzte Farbe, wenn ich mich nicht irre. Fußnägel habe ich keine Ahnung. Da bin ich selber kein Fan von, die zu lackieren. Ich bin ganz groß im Fußnagel lackieren. Fingernägel. Das glaube ich dir. Ubu Toki, lass grüßen. Ja, mit mir. Das ist niemals die meiste, das ist bestimmt weiß oder sowas. Okay, listen, ich zeige euch jetzt, warum das der Fußfetischisten-Skin ist, okay? Ja, mach mal. Ja, alle auf mich schauen? Ja, ich gucke auf dich. Look. Oh. Hä? Look.
Seht ihr? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihre Knöchel gezeigt. Das fände ich ein bisschen zu viel. Das ist zu viel Haut. Anzüglich. Aber gibt es sonst keinen weiblichen Char, der barfuß ist? Doch, safe. Aber ich ehrlich gesagt, auf solche Dinge achte ich nicht, weiß ich nicht. Ja, Kani, ne? Wenn du eine Tierlist haben willst, DM ich dir nach dem Stream. Ich habe nebenbei noch Freddys Chat offen. Und ihr sagt... Ist das geil. Das hatte ich aber vermisst. Live für so ein Gespräch ist nice. Der Chat weiß Bescheid. Briar sollte noch gut im Game sein. Aber was nicht? Jenna, die hat auch so fliegende, elegante Füße. Ist doch auch ja, geil, eben, oder? Das ist bestimmt auch sehr... Stimmt, die hat auch keine Socken an. Das war... Oh, okay. Dass du das weißt, natürlich auch wieder geil. Ist denn mit euch verkehrt? Was ist denn passiert im letzten Monat? Nee, ist ein gutes Thema eigentlich. Gutes auch mal akzeptieren, oder? Und zulassen. Ich habe gerade gegoogelt, was die meistbenutzte Nagelfarbe ist. Und? Ja, da sind lauter so Trashblätter, die dir versuchen, irgendwelche Nagellack zu verkaufen. Das sowas zu googeln, ne? Ist sehr schwierig für deinen Werbealgorithmus. Du bekommst überall Nagellack-Werbung. Ja. No Way 10 auch mal ein bisschen gönnen. Okay, gib ihn. Uha. Das erste Game ist dieses Jungle-Spiele, glaube ich. Ja, Toplane kriegt man relativ oft eine Rolle. Ja. Ich habe jetzt mal E geskillt. Drück mal W auf die. Oder E oder was auch immer das bedeutet. Ich habe kein E. Oh. Hätte ich Bubble skillen sollen. Ja, meine beiden Soländer traden ja wie die Tiere. Zum Beispiel gegen LeBlanc musste leider. Haben wir Info über die Rell? Oder wie die Animals? Rell sollte Botstep haben, als anderes Grief in diesem Game, aber ich kann es nicht genau sagen, ne? Ah, gut, den hätte es genau gewusst. Ist ihr Clear schneller als deiner? Ja, slide schneller, ja. Slide schneller. Okay. Okay. Sogar, ich habe so viel als die KLP-Agents geguckt, aber ich weiß echt nicht, wie Maokai wirklich parft. Oh Mann. Ist der in Asia so viel gepickt? Ja, gegen Maokai ist basically jedes Game, auch für Sejuani. Lol. Warum sieht Lucian Nami in Europa und in NA immer komplett shit aus? Kann mir das wer sagen? Echt eine gute Frage. Und warum Lucian ist einfach so richtig teuer. In Korea ist der Most Played Champion Lucian Botlane mit 16 Wins, 10 Niederlagen. Vorsicht, ist Botlane. Ich bin gleich fertig mit Brücke. Bin gleich dafür Countergank. So, ich bin jetzt da. Gewinnen wir 3 und 3. Mit und win. We win these. Wenn sie jetzt verlieren? Ja, ist vorbei genommen. Fightet sich. Die macht Krabbe. Komm mal rein, anspann da, Brücki, sag ich. Ja, Brücki auch mal Ghosts anschmeißen und nachflashen. Also, das ist wirklich nicht Brücki. Ich hab die Bubble. Ja, die hat natürlich. Sie sollte aber keine Mitte rüberlaufen, ne? Oh, da bist ja, wir sind bei der Base. Ist nicht Mitte gegangen, also die ist wahrscheinlich gebased und geht Dingens. Mitte P. Short-Trades sind cool. Okay. Ja, ich finde, die Art von Trades nicht. Die Spot, Vorsicht, die Spot. I repeat, she's bot. She is bot. Na ja, gut, das sind ja keine Camps, die können ja nichts machen. Wer jetzt hier wahrscheinlich den Grompen werden gehen? Kannst du sie canceln? Und noch kein E. Was gehst du denn? Na, Q zweimal. Ich weiß nicht, was ich von Trinity Force halten soll in 2GP. Jetzt ohne Sandra. Ich glaube, es ist das beste Item, honestly. Aber ich bin auch nicht sicher. Woher geht halt sogar Fleet Footwork Jax mit. Oh, warte. Dingens, mit Triforce. Sieht ziemlich strong aus. Alright, ich bin sehr gute Jungle-Info hier, ne? Wir sehen sie. All the way. Wahrscheinlich wurde. Ich komm nicht gleich weiter, da. Das ist die echte. Und du flashst, geht. Hab kein Flash. Braum hat hartes Tempo für die Gummis. We don't have the Flash. Ja, könnte die Void Club jetzt gleich machen, ne?
Gibi hat auch einen Move. Ja, ich glaube, wir geben Triple Goobies am Anfang, oder? Sigi, haben keine mit Top Prions. Warum ist ja? Und die Rail war schon Base, also auf gar keinen Fall. So geil, mit Rail die Goobies zu machen. Shieldbreaker ist halt nice, ne? Ja, kannst du die alle one-hitten. Brücke hat gerade ein Pink Ward gekauft. Ja, ich war kurz Grandmaster, ist ein bisschen was hängen geblieben. Das Rage Bomb wird geil, tatsächlich. Vor allem das Ende. War extrem close, ja. Okay, wir spielen für Dreck gleich, ne? Und jetzt ist. Dran, ja, jetzt kommt der Challenger. Ich bin so froh, dass er das nicht zwei Wochen früher gemacht hat. GB hat Ult, Kaffer West. Botlane invadet hier. Okay, mach gerade Raptoren, wir sind fein. Aber wir sollen Botlane fighten, ihr kennt Flash der Braum. Ich würde mit meiner Lieblings-Koi-Karpfen-Nami reingehen. Ja, ist auch mein Lieblings-Nami. Ja, try is warded. Ich glaube, ich hab direkt zu forcen. Ich kann mit doch nicht wirklich ganken gehen. Also. Heal is not. Shield ist raus. Suffer den. Guter Marsch. Der hat auch GPU, Leute. Der kann auch gleich ulten. Vorsicht, Freddy. Ey, die könnten hier Dragon machen. Ja, ich weiß ja, aber wir haben keine. Wir können nicht bitte. Ja. Ich bin Level 6 von dem Ward. Das ist actually huge. Guck mal, ich bin Level 6, die rein nicht. Ich bin ziemlich strong. Ja, wir können mal ein bisschen Poki-Pokin. Haben wir mittlerweile MFE? Ja. Ah, kann ich. Wir können die Körper vielleicht nehmen. Das ist better than nothing. Die Base, wenn die Ultra outscalen so. Wenn wir bei der Items haben, ist komplett vorbei für die. For sure. Ist das so? Ja. Instinktiv nicht gib, vermutet. Gib uns beiden 1,5 Items und Game ist wahrscheinlich schon over. Man sagt, der eine wird einfach nur scalen, aber ich will die Botlane diven auf der, ich will wieder Flash. Ja, nicht schlecht aus, oder? Ich hab Botlane schon Vorsicht. Ein bisschen Schaden. Level 6, Vorsicht. Schön. Wir können hier den Move hinterdenken. Ich hab auch erstmal First Move. Ja. Ult kommt rein, Gebock. Ult kommt rein. Die gehen hinten deep auf. Ja, Braum. Wir haben Braum. Braum kein Flash. Braum? Ich hab Flash in 2 Sekunden erst. Starkes Ding, ja. Platz. Das. Eine Block auch ein bisschen. Ja, die kann man hier noch reinjodeln. Huge! Ich geb es. Oh, meins. Ach, der doch, LeBlanc? Job. Ich wurde ignited. Oh, Top Lane. Das war, hat er geflasht, ja, ne? Okay. Yes. Ich glaube, wir flashen Top Lane gleich an, weil wir spielen eigentlich. Ich will nicht 6 Volt Cross abgeben. Ich glaube, wir sind mit dem Maybe auch strong genug dafür, dann mal sehen. Tolkien? Nee, Mitte, die ist sehr, sehr weit vor mir. Dann müsstest du Top Lane spielen. Embrace die Goobies. Ich will Volt Grubs nicht mehr hören in meinem Voice. Nein, aber du. Ich kann nur an Gooby Fortnite denken. Ja, das ist. Ich bin auch Team Gooby. Also, ich bin auch Team Gooby. Gooby passt einfach perfekt zu denen. Was du siehst ihn, denkst dir, wow, Maxim hat Mistmann gesagt, Thought. Aber Mistmann na, auch nicht Mistmann schlecht. Mistmann ist sehr oldschool. Das ist so toxisch. Mites bin ich. Mites? Okay, nee, weil die Kleinen, das ist mir zu politisch Mites, korrekt. Die abfallen. Hm. Mhm, ja. Und das sind mehr als die Großen. Aber Gooby Fortnite, das ist einfach, das ist schon zu geprägt, die Goobies, Kani. Nein, das ist Gooby. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Es ist schon voll in der Community. Ich kann easy aufhalten. What do you mean? Das ist der Vorteil. Deswegen nehme ich die NNO Prime Co-Cast momentan nicht, weil ich will, dass NNO Prime gewinnt. Ich will nur die Goobies verbreiten. Was gewesen hier? Was ist da? Ich bin scheiße. Was? Hattest du nicht nur 100% Win-Ratio? Ja, und jetzt habe ich immer noch 50, was immer noch das Beste von allen NNO-Lern ist. Jemand, du auch keine Games castest. Du weißt ja, wie viel hast du? 12? Nee, ich habe am zweitmeisten. Das war, glaube ich, gestern war mein 17. Du hast 19. Oh. Ach so, oh, wow, okay, krass. Nee, ich glaube, du bist nur minimal von mir. Warte, an dich. Deine Winrate ist ja cracked. Nein, ich meine jetzt die Season habe ich noch 50. Ich glaube, overall bin ich bei. Keiner von uns gute Winrate. Bei 35 oder so. Also, nein, dachte ich so, ne? Aber. Willst du nicht sagen, ne? Aber wenn du ein paar Games gekastet hast, hast du keine gute Winrate. Ja, glaube ich nämlich auch nicht. Akkurin steht einfach 0. Ist jetzt hier nicht. Ich glaube, Akkurin ist 0%. Jawohl. Du bist zurück. Dann los. Ach so. Du wolltest unser Gespräch nicht unterbrechen, nehme ich an. Ach so, sag doch, was du zurück bist. Ich glaube, ich habe sogar was gesagt, oder? Dann habe ich es. Okay, aber ich bin scheiße gelaufen. Ich habe Pause. Alle ready? Okay, wo ich gerade Post. Ja, haben wir gemacht.
Okay, ne, wir ganken Top-Lane. Kani, wenn du dich lösen kannst für die Gubi Fortnite, nicht schlecht. Nein, kannst ohne du. Fortnite, Bro. Wir sind nicht und 15. Dann spielen wir für die Voidies. Nein, nein, Brücke ist unten komplett am Chillen. Ich kann actually Freddy, soll ich dir helfen, die Wave zu pushen? Machen, also. Wir können einfach zusammen gehen, die Wave nehmen, ne? No? Okay, ich bin Level 6, fuck it. Ich glaube, wir müssen das auf der nächsten Rotation machen. Wait, das ist terrible. Ist TP. Bin ich schon hier? Ja. Die sind gar nicht ab, warum bist du hier, Bro? Ja, weil das der Call war. Ja, aber ich musste auch mal Tab drücken können, Kani. Meine Güte. So na, ich dachte, wir ganken jetzt Top-Lane, deswegen bin ich da. Es ist 30 Sekunden bis Void, jetzt kannst du... Ach, boah, da war dieses Team. Ja, jetzt darfst du nicht wieder umdrehen. Nein, das ist fein. Ich wollte nur schauen, wo der Braum bleibt. Aha. Ja, wir sind... Also, wir gewinnen den Skirmish doch nicht, oder? Wenn wir Gangplank killen können, ja. Mitte, glaube ich, nein. Ich bin sehr stark, Vortex. Ne? Ich habe Level 7. Name überhaupt nicht auch relativ stark. Über der. Ich gehe mal auf den Bonk hier, ich gucke. Braum ist walking up. Braum hat Flash. Gameplay kann schon moven, also was ist der Gameplay? Gameplay ist da gleich. Oh, he's going in! Da kommt was? Ich hatte gehofft, dass sie nicht mehr runter geht, aber sie ist nicht reported leider. Okay, nee, reported ist ja unser Feld ist sehr bad. Ich hab, I mean, ey, das war high risk und relativ geringe Chance auf Reward. Ich hab gesagt, war das überhaupt ein Reward? Was haben sie die Sieben mit Jump? Ich kann nicht sagen, ne? Aber. Ja, was sie machen, top in der Prio mit der Prio. I thought I go for it, you know? Okay, perfekt. Wir pushen jetzt einfach weiter Botlane und brechen sich dann schon irgendwann die Hände. Aber das ist geil bei dir, ne? Zini, du kannst nicht spielen. Die macht Voidies. Aber der droppt gerade eine ganze Wave dafür. Nicht schlecht. Oh, was ist mit dir? Kriegst du das vielleicht einen Aufhalter? Pass auf, Braum ist auch mit. Die sind alle noch bei dir, eigentlich. Mein Chat clear so schnell. Riot Games? Ist geil, ne? Riot. LeBlanc missing? Oh, ist schon keiner geil, die Combo. Nee. LeBlanc ist missing? Ja, ich bin Inting. LeBlanc ist missing? Ja, ich bin Inting. Mein Gott, ist das schlecht gewesen. Warum Splash Ghost? Ghost Ult, meine ich. Oh, Kravos auch da nice. Geilste kann ich einfach töten, wenn ich die Ult-Flasche, ne? Aber naja. Ja, also der ist sofort tot. Ja. Das ist, der ist einfach instantly dead und wir haben eine schöne Zeit hier, aber. Ich bin noch sehr am Pause-Bike, ne? Ich habe wieder Ult und Frozen Up für den Drake. Also ich bin sehr, sehr stark. Ja, also wir haben keine Ult mehr hier unten. Ich gehe Base, wir wollen Drake springen. Kurze Sekunden. Okay. Brücki, sag mal der Mana an. Brücki, wie stark bist du? Nein, ich gehe Base. Achso, wir Base mit Jumus, ja. Ja, ich bin sehr stark. Die Mittler sind sehr, sehr low. Ich bin wirklich ultra stark jetzt. Ich hab auch einen guten Move, actually. Sind die Rennen? Ich hab einen TP, sie nicht. Ich bin viel stärker als Red. Ich bin also richtig Spy. Also sind beide Base. Ihr seid alle so krass. Ich hab das so vermisst, Mann. Wenn du nur Old, da fehlt einfach was, wenn es nicht einmal die Woche ist. Schon. Aber einmal die Woche ist schon sehr viel, honestly, mittlerweile. Wir bauen einen Freeze unten auf, ne? Dass der Businessman. Du kannst oben bleiben. Ich muss heute wieder nach Adlers Horsten und meine LEC-Jungs treffen. Die sind halt leider wichtiger als NNOs. Der ist halt als Division 4. Für Division 1 habe ich alle stehen und liegen lassen, aber nicht für Division 4. Ich habe keine E-Sorry, habe ich gerade dem fucking LEC-Baum gegeben, der zu cool geworden ist für uns. Was denn machen, Kani? Was denn tun? Nee, dann brauchen wir dich, Freddy. Weißt du, wenn wir nicht brauchen, diesen abgehobenen Tolkien? What do you mean? Geh nach Adlers Horsten. Das heißt Adlers Hof, nicht Horst. Vielleicht so. Ich glaube, aber mit, aber. Da ist die Rail. Wollen wir den Fall tot? Ihr seid doch stärker. Gar nicht? Ja, nee, ich wollte auch mal nach Adlers Horsten. Fuck, das war ja terrible. Braumult. Ah, ja, das hat mich sogar auch getötet. Ist so fucking useless, dass ich Mitte bin, glaube ich, aber ich bin mal trotzdem da. Ich hab jetzt meine. Lass den Wert pushen, Bass, oder noch? Die können mich diven, oder? Nein, die haben keine Ultis. Ich bin gleich da. Ah, doch, wenn Rell da ist, bist du tot. Ah, perfekt. Wir gehen wie mehr Spot. Okay, bei Herald fighten wir erstmal wirklich, oder, Jungs? Also, ey. Ist schon schwer, ne? Ja, ist halt hart durch Mitte zu spielen. Oder generell. Aber vielleicht mit Kali? Nö, ich will nicht mehr. Ja, ich bin die ganze Zeit so OP, weil ich bin komplett gespiked, aber ich fall bald ab. Oh, ich komm. Der kann Ult. Oh, Ultibot. Warte mal, ich könnte da rein theoretisch hintippieren. Actually, ich komm. Der hat nichts mehr. Conny, der killt dich, ne? Hab ihn nie erwartet, I'm sorry.
Ich glaube, ich kann da die Zeit nicht wasten. Vielleicht nicht lieber. Warte mal, soll ich Botlane ausschauen? Ja, du kannst nicht hier oben. Sorry, Kani. Oh, gut, war mal wird. Ich hab den Damage nicht eingeschätzt. Nicht richtig. Ich dachte nicht, dass mich da sofort killt. Ich kann auch hochkommen. Brücke nicht mehr Turm. Also der Turm ist halt kein Platt mehr. Ich hab ihn verplatten gesund zumindest. Gangplank hat keine Ult. Ich hab gleich Ghost und Yumos. Wir können hier runterrennen, wenn du irgendwie CC draufkriegst oder so. Ja, ich will Gangplank nicht ulten. Der drückt W und der ist happy. Na gut. Ich glaube, Mitte, aber Ray kann schon hier sein. Ich bin auch gleich da. It's actually not bad. That's not bad. Komm her. Die ist rausgewählt, leider. Vielleicht können wir Braum noch gehen. Look at Braum. Tut hier auch mal Richtung Mitte. War halt ein Lucky Cat, muss man fairerweise sagen, ne? 20%. Das hoffe ich doch auch. Bleib ruhig unten, Sinif. Ich kann grad nicht runtergehen. Yes. Ich nicht, dass es gut war. Oh, die sind hier noch. Und Blau war gut bezahlt. Wir haben keinen Jax-DP, ne? Wir können es nicht fighten. Können wir nicht einfach scheiße spielen? Warum spielen denn so? Wir können es nicht fighten gerade, right? Ja, finde ich auch. Wir sehen Rell. Oh no, 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 no. Oh. Movement for user. Gehen wir den Busch hier ein. Das ist mein Wald. Die Rell. Bisschen traden hier. Kleiner Trading. Ja, ja, ja. Aber nur ein Chunk wahrscheinlich. Ist nur ein Chunk. Fein. Schönes Ding, schönes Ding. Ich hab W in 2. Wir haben Varus Botlane, by the way. Rell kein Flash. Irgendwann ja. Varus auch kein Flash. Ja, weiter. Ja, ja, ja. Das ist ein gut Fight. Let's go. Nice. Herald um drauf, Herald um drauf, Herald um drauf. Oh, good. Nice. Starker Fight Team. Gut. Oh, keine W? Ich bin ja. Obwohl, nice. Kannst du runterpushen, weil du schon top pushen. Fight Team. Ich weiß nicht, ob Gangplank TP hat, aber du hast sonst Zeit für die Wave noch. Der hat noch TP, yes. Deine Ult kommt auch gleich wieder. Aber sie ist jetzt mittlerweile auch Monster-OP mit den Kills. Was war's für ein... MF, wir fahren Mitte oder wie machen wir das? Ja. Wo wir sind. Ja. Mitte ist gut. Was kauft man noch mal, okay? Rukern. Dreimal Kindle Gem habe ich gesehen. Dreimal Kindle Gem, wirklich? Ja, kein Witz. Triple Kindle Gem? Ja, musst du Zara fragen. Der macht das so. Okay. Du kannst irgendwie drei Items so ein Banger. Hat der Mauke, also dieses Game gegen Big war ja so krass, ne? Das war. Aber wir haben Mitte, wir haben zwei Mitte, die verlieren, um dann zu gewinnen. Wir können für Dreck spielen. Wir haben auch Top-Lane TP und Pyro. Der Gameplay hat keinen Teleport. Also wir haben Freddy auch da, wenn wir ihn brauchen. Ja, ich krieg auch Pyro gegen den auf jeden Fall. Ja, easy. Und Mitte haben wir auch Pyro. Soll das auch zu spielen? Ich mach zwei Camps, dann gehen wir in Vaden Khan, die Botside Camps, ja? Also Botside Vision. Yes. Ne? Das ist wichtig. Ja, wir nehmen Botside Camp Vision und dann machen wir Dreck. Zwei Camps. Der Blau scheint hoch zu kommen. Ich mal, der Varus wird jetzt auch mit rotieren. Mhm. Ja, wir sind auf Timer. Rap-Up ist gerade gespawnt, ne? Die bewegen sich eventuell so nach oben, ne? Ja, aber die haben keinen Turm da oben. Dann geht Freddy raus und dann haben wir gewonnen. Back in 15. Next wir wollen nicht Mitte verlieren. In der Mitte brauchen wir Brücke. Ja, aber Rap-Up brauche ich auch. Ich bin Level 11. Ich bin jetzt ist really good. Wir haben keine Turm. Varus hat keinen Flash. Können wir einen Fight mitnehmen? Ja, aber wir müssen gleich aufpassen, dass sie nicht Freddy unter zweiten Turm bleiben, ne? Nice, ja. Ich glaube, dass sie können. Ja, wenn die nicht hochmoven können, die Mitländer, dann easy. Ich charte Drake. Der Braum chase mich hier. Also die Fresse halten. Kein Braumschild. Schönes Makro-Team. Kriegen 4 Objectives. Wir haben noch Harold. Vielleicht Botlane sogar diven, der hat kein Flash. Wir müssen Mitte verteidigen. Ja. Ich werde das voll machen. Mitte-Fight war übel geil, ne? Mitte-Fight war übel geil. Sorry. Ich kann moven, aber. Wie du möchtest. Wir drücken halt einfach Ult. Ich kann nicht rein. Okay. Der kommt hier, ne? Der ist schon immer ein bisschen frech. Look at this. What is he doing? Nein, ist nicht gut. Ren ist nach oben. Die ist hier, Topseite. Ich geh jetzt einfach Botlane diven mit Freddy oben. Wenn Freddy sagt, geil war da, dann gehen wir Botlane ganken. Jetzt könnten sie den Dive probieren. Nicht overrotieren, Brücke, ne? Ich will nicht mit Turm verlieren. Die haben mich gegen Gank ultet. Nimm Turm. Yes. Ich mach Crux. Braum ist hinter uns. Okay, Braum ist wieder oben. Dreimal Mitte. Ich komm wieder Mitte. Ich denke, ich werde erstmal den nächsten Mal gucken. Ich glaube, ich muss sogar ulten. Tatsächlich. Ja, der wird Braum schilden, ne? Ich glaube nicht, dass. Ich komme. Du solltest recht behalten. Void Mites, überall. Oh. Ich dachte, ich mach's besser. Ich mach's nur schlechter.
Wir haben das ja aufpassen, noch. Sinive. Wieso hab ich kein Herald Reset? Ich hab doch nicht resettet dieses Game, oder? War das Ult und hat man den so noch einmal? Oder wie? Ja, ja, hast du nur einmal. Aber ich dachte, ich hab da nicht geübt, vielleicht bin ich dumm. Ein bisschen auf Tempo deswegen, mein Bad. So, Second Jacks Item. Ist das ein Steril? Kann ich ohne Vision einfach so zocken hier, oder was? Nice, hey! Ist die echte? Oh, ja, ist die echte, ist die echte. Jetzt ist aber auch gut. Ich hab Ghost an, mein Süßer. Der Kompromisslos ist so gut. Der hat kein Ghost, keine Ult. Ich bin ein Baum, ich bin wirklich nicht, ich mach kein Damage. Ich hätte, Bro, das ist eine Imperial Mandate Nami hinter dir, du würdest ihn töten. Tatsächlich machst du Damage, ja. Wirklich? Ja, ja, das ist crazy. Also Nami ist echt crazy. Okay, ich würde die einfach nicht backtaxen. Eigentlich würde ich fast einsteigen und bin in die Mitte rum, oder? Auf der nächsten Wave. Wir können kurz warden gehen und dann Mitte reindüsen. Hier, Facecheck mal. Darf ich Turret nehmen? Ja, ne? Ja, ja, mach. Wir geben dir Pressure. Okay. Nur Gamefänger da sein. Ich hätte auch eine Base, ne? Aber. Ich hab auch eine Base. Du kannst basen. Ihr könnt beide basen, wenn ihr müsst. Nach dem Top-Top könnt basen, ist fein. Okay. Dann farm ich Camps, ist kein Problem. Harold läuft in 75 aus, das ist genug Zeit, I think. Ach, die. Auch schon nach Base, jetzt schon Midlane-Play hier, ne? Hm. Mit Harold wäre schon süß. Läuft gleich aus. Ich bin jetzt. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr schlau. Mhm. Same. Nice. Ja, ich komm mit auf der Wave hier. Kani, komm zu mir, lass uns Vision einnehmen. Mhm. Wait, can't be fight this? That's not legal. Ich hab First Move auf Nova. Ist gut. My way. Freddy, wir können jetzt, ne? Oh Gott. Das war die kalte Richtung, Bro. Nein. Happens. Fine. Also, Jack, gell? Die LeBlanc ist auf mir. Ja, du kommst zu dir. Harold läuft gleich aus. Ich muss ihn gleich spawnen, ne? Gameplay. Ich bin da. Ich geh raus. Harold läuft gleich aus. Ich muss ihn gleich spawnen. Ich bin dabei. Das macht er automatisch jetzt sogar, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Ich steig mal ein. Nee. Genau, jetzt nimm erstmal den. Wir haben ihn jetzt. Dann den zweiten. Und dann driftest du auf die Botlane und nimmst den auch noch. Also, ich bin nicht Bow, aber let's go. Das geht eigentlich, ja. Wir chargen Mitte. Wir chargen Mitte. Ja, natürlich chargst du Mitte. Dann gehst du den und dann steigst du nochmal ein. Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Aber lass best gehen. Ein Mann mit großen Visionen. ich hatte große Visionen für euch, ja. Nice Team. Another good play. Wir haben jetzt Tempo für Nash. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Ganz bisschen. Gangplank auch gute Items für Nash. Ganz bisschen müssen wir aufpassen. Ich hab nur das Highlight-Play im Kopf gehabt. Ja, da geht die Musik an, so. Und dann schaffe ich einfach drei Leute in die falsche Richtung. Hast du den Nash? Na, nee, die sind Botzeit gelaufen. Wir werden jetzt Vision einnehmen. Wir brauchen dich auf jeden Fall zu hier. Ich hab TP. Kannst gerne Gromp nehmen, Zinni, ne? Den Boy nicht. Wir haben schon Tempo, ihr Kani. Müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich hab ein Blue Trinket und einmal E für Face-Checken. Ja, machen wir Blue hier rein gleich, oder? Ja, ich würde auf Tolkien LOL warten. Ja, ja, warte kurz auf Camps Tolkien und auf Daddy. Aber ich will Level 12 haben. Lass mir den bitte. Ja, ja, safe. Ups. Das hätte wirklich ins Auge gehen können. Als hätte ich die Audacity, ihm einfach den Blue Buff zu snacken. Look at this. Wir brauchen echt? Hilfe mit Lane. Ja, ja, ich hab euch schlecht rotiert. Die kommen jetzt alle auf mich, aber ich bin feiner Tank. Ja. Ich hab ein bisschen schlecht rotiert für euch, sorry. Ja, du kannst gerne flanken, wir brauchen noch eine Midwave. Wir haben 10 Minuten, 10 Sekunden noch, alles easy. Spielen wir über Mitte, ja? Ja. Dann ab in den Wald. Guter Poke. Ein paar Zaplings. Die Rel hat keinen Flash. Noch. Ich auch nicht mehr. Hab sie. Guter Poke. Was in den Wald annehmen okay. Können? Okay, all ihre Ults sind raus. All ihre Ults sind raus. Varus ist noch ab, oder? Nein, ja, der hat auch gemisst. Der hat auch gemisst. Oh, wait, okay. Ja, wait, ja, der darf nicht voll laufen, der Braun. Wurde sie durch? Das ist noch legal. I'm with you. The block is going in. She's getting rooted. Oh, der Baum hält sie fest. Der Wald schlägt zurück. Let's go rein da. Okay, let's not go in. Gameplay okay. Oh, let's oh, okay. Der Schaufler. Die richtige Richtung. Gonesh? Nee, nein. Wir haben noch Scheiße. Team. Ja, Jax direkt Bot dann bitte. Wir brauchen nicht alle hier. Genau. Actually, Maokai ist so geil gegen Long in solchen Fights. Ja, ist geil, ne?
kann sich gar nicht bewegen. Wenn der Baum nicht sein scheiß Schild hätte, wäre die Nase. Ja, das ist so annoying. Aber dafür hat meine Ult, glaube ich, 3 oder so mal angetroffen, weil die. Also, weil die halt sich versucht hat, den Baum zu positionieren irgendwie. War weird. Ja. Obwohl, die ist auch so strong, ne? Ja. Habt ihr gesehen, du, wer geflasht hat? Hat war auch oh, geflasht? Du bist crazy strong. Es ist fucking OP. Was irgendwie sehr dumm ist, du drückst E, ich geb dir meine E und dein scheiß Random Misfortune E macht 500 Damage an dem Squishy mit meiner E und Mandate. Das ist komplett dumm. Hat jemand gesehen, ob Varus geflasht hat? Oder LeBlanc? Oder Gangplank? Ich weiß nicht, ob die Flash hatten. Haben die nicht im Fight davor alle geflasht? Okay. Ja. Ja, wir müssen eigentlich eine... Supporter-Time, ne? Wir müssen eigentlich Nash checken, Leute. Oh, deswegen bin ich auch kein Challenger. Nice. Okay, ich geh Vermischen mit euch. Dann kann Freddy auch spielen, wenn wir die paar Leute in Mitte sehen. Drück mal eh auf den Rücken. Was dann ist rough war. Hast du Sweeper? Na klar! Geiler Baum. Haben wir keinen Info auf Redfeld, die könnte beide sein. Ich hoffe, alle sind da. Wir sehen sie. Das ist fein. Scary, das ist sehr scary. Ja, aber wir kriegen Top-Lane Kill, Wir pushen hier, ist fein. Nice. Wir können Fight auch hier nehmen, Ja, ich bin dabei. Und die B ist auch. Ich würde Nash starten Midwave, und dann turnen, wenn Freddy hat DPS. Freddy, ich kann den duen. Ihr pushen besser. Ich habe sehr gute DPS tatsächlich. Ja, und dann turnen wir mit meiner Ult oder ihr pushen einfach mit und nichts passiert. Let's start the shit. Nice, das ist okay. Sehr, sehr huge. Ja, die. Also ich kann die nicht davon abhalten, hier reinzulaufen. Dann ulten wir und nehmen den Fight wahrscheinlich, ja? Mit meiner Ult. Ich hab, die haben keine Vision bei mir. Ich könnte ja maybe eine gute Wave bekommen. Wenn gut. Ich. Ult. Wave, du Wave. Zone. Finish, bitte. Duck. Der läuft darauf, der Jax ist da. Zieh ihn bis da. Das ist ein geiler Flank. Bitte einfach, ey. Die können wir alle hitten. Kann ich mal die Barrels mal hitten, die da alle liegen? Ich hab W in 2. Gangplank. Looking. Nice. Okay, rettet mich, Nami! Nice, perfekt. Ja, lass keine Zeit mit der Westen. TP in Downs, LeBlanc. Brücke, komm her. Zwei Septics in ihre Scheißfresse, ist das geil. Ich hätte schon noch Bock, aber es ist ja auch keine Solo-Q, ne? Ja, wir spielen Botlane und mit. Wir haben mit denn eh schon 2 Trials. Ah, Fred hat auch Bock und ich. Das mag ich. Du hast nicht zu spät basen wegen Nash, ne? Einfach direkt Bottom, I think. Aber ich hab noch weit. Okay. Dann mach dein Ding, wenn du willst. Okay, Bot Tier 2, ja? Ja. Leute, es wird euch freuen. Ich hab wieder ein Flash Shuffle. Nice. Was geht man in diesen Games auf Maokai? Ich glaube, wenn du Tryhard bist, gehst du einfach legit Night 2 für Azir oder für MF. Okay. Mach ich. So ein gutes Item. Ich würde schon gewinnen wollen, relativ zügig. Wenn wir danach ein Quiz, ne? Das dauert ja auch ewig. Ah ja, stimmt. Um wie viel Uhr geht das los? Um 9. Ah ja. Ja, extra nach hinten verlegt. Morgen ist um 7 Uhr Korea. Sag ich, wie ist es? Ich muss ins Bett. Du bist auch am Schwitzen, ne? Ja, ist echt ein anstrengendes Schedule, noch keinerlei. Actually, ich bin hier. Freddy, sorry, du warst ab. Ich bin topside. Tut mir leid. Geil. Du kriegst den Bluff auch. Viel Spaß, Botlane. Wir kriegen viel Turret hier. Überlebt. Er ist jetzt Weakside. Du wurdest jetzt Weakside. Geil. Ich bin safe, Tier 2 Bot. Safe. Aber oben ist der Blue gespawnt. Ah, der Blue ist gespawnt. Tut mir leid. Hier, Freddy, hast du den? Freust du dich? Der ist Zeniva. Dann mach mal Action. On Command. Seeless. Ja, das ist mit Ult einfach. Ich zone die mit Ult und wir nehmen Turret, oder? Okay. Oh, jetzt ein bisschen deep, aber. Maybe nicht deep. Bad. Kommt Holt mein Team? Ja. Ja, war nicht gut von mir. Der Donk hat mich 2 Kilometer mitgezogen. Wait, aber in nicht? Aber das kann er nicht machen, oder? Nice, Zeniva. Bubble Hue. Wobei. Hey. Ach, das konnten sie wirklich. Das ist Marco Gaming. Das ist so anders als Solo Queue. Das macht so viel Spaß, honestly. Du meinst das Marco Gameplay, wo wir dann so Midlaner von dem Blue Buff verkauft haben? Ja, ich meine, es ist ja nicht terrible, weil Freddy TP und so hat. Es ist schon ein bisschen dumm von mir so, als hätte ich auch früher ein bisschen können mit Blue Buff, aber trotzdem. Oh ja, das ist schon true, ja. Wir sehen die LeBlanc. Gehen alle Base nach innen, ja, wir spielen Seele. Noch letztes Runde in der Spielzeit. Aber Bot ist ein Open-Hit, Aber nein, ist mir doch egal. Wir spielen Seele. Das ist ein Spiel. Du kannst vorsichtig Brücke spielen, wie du willst. Mach dich doch dann! Du hast ihn. Das ist nicht mein Problem. It's the eye of the tiger, it's the thrill it's of the fight. Riding du bist so schnell. Ricky, wollen wir noch? Wir können jetzt weg spielen.
Wie habe ich jetzt den Marco-Call gemacht und trotzdem meinen Dickkopf durchgesetzt? So muss sein. Also, krass, also, das wusste ich halt auch nicht, dass du die runterrennen kannst mit deinem Ghost-Shit. Das ist ja aber fett, also mit deinem Campen. MF ist cool. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass du vielleicht sogar sterben kannst, wenn die da alle move, no joke. Aber du bist einfach OP. Nice. Darf ich jetzt nochmal basen hier nach? Ja, klar, vielleicht ist er tot. Wir haben Zeit. Dankeschön, Tolkien. Ist okay. Soll ich meine Fresse halten oder was? Nein, du machst übrigens Kultur ins Game. Ist sehr, sehr gut. Ja, sonst würden wir gegen die gar nicht gewinnen. So nehmen wir. Ich fand die gut. Ich fand den Regeln gut. Oh Gott. Aber im F du bezoomen. Ah, jetzt aber nicht pushen, ne? Will jemand Top-F spielen von euch beiden hübschen Solo-Lanern? Oh, zu Turret oder wollt ihr beide Bot gehen? Ich hab mich angesprochen, jetzt kann Kani. Jared ist doch fucking fun, noch gar nicht. Wollen wir echt oben spielen anstatt Botlane? Wo oben? Bot ist at 3, das kannst du nicht bleiben. Ich denke, wir könnten ausnahmsweise mal mit Freddy spielen, ja. Okay. Nee, ich bin Nutz. Der ist schwach. Ich hab das Early Game gut gespielt, so jetzt müsst ihr über die andere Lane spielen. Ja, wir nehmen mal Bot in Hip und Top vom Soon. Krass. Weiß nicht, wird der Celtic irgendwann outscaled oder ist das Free Brookie? Wie ist da deine Einschätzung? Nee, ist immer OP. Wir rotieren alle Bots. Go, ja. Ich glaube, ich sollte fein sein. Nice, stark. Wir haben gleich gute Waves. Ich komme Top Lane gelaufen. Ich glaube, ich mache einfach eine Ult und wir hitten Turm, wenn Warnungs? Die defenden. Aber die sind nicht gar nicht da, ich muss gar nicht ulten. Ist free. Die defen mit LeBlanc unten. Okay, ich ulte einfach mal gucken, was passiert. Ult ist raus von. War eigentlich Turm nehmen, ne? Oh, die geht rein. Dürfen sie das? LeBlanc rotiert, ich könnte auch. Ich bin permassiv. Ich glaube, LeBlanc. Ich bin direkt hinter dem. Ja. Das war ein Root. Das war einfach ein Root. Ist gestorben in der Ult. Und dann haben wir auch noch eine. Okay. Oh mein Gott. Ah. Beautiful, beautiful lady. Good game, gamers. Ja, den wollt ihr noch einmal, ne? So. Yeah. Nice. Die waren aber erstaunlich gut. Also das Early war echt schwer. Ich fand auch, die haben auch gar nicht so kacke gelaned. Nee, das war irgendwie die haben weird. Wirklich gut gelaned und also auch die ersten Rotationen waren noch nice. Mit den Goobies und so. Respekt, die Goobies. Also die Monster haben kein Damage gemacht, war free. Ich habe keinen schweren Gegner gehabt, not gonna lie. Das war ein Witz wegen Jungle, hallo. Warum hat keiner nicht mal Anschanzlachen gemacht? Dankeschön, what the fuck? Tolkien! Was soll denn sowas? Du sollst Stand-Up-Comedian werden, du geiler Hengst, du. Ist das krass. Dankeschön, jetzt fühle ich mich besser. Wie läuft es bei Palworld bei euch? Wem gehört die Basis, wo alle einen Subscriber-Namen haben und fast tot sind? Oh, das ist wahrscheinlich meine. Von den Pals. Das ist wahrscheinlich meine. Ja, da bin ich vorbeigeflogen, die sah wild aus, muss ich sagen. Ja, die war noch sehr. Die war funktional, aber auch ein bisschen rudimentär auch, ne? Ja, ein bisschen rudimentär auch, ne? Aber den Zweck erfüllt. Sind wir jetzt eigentlich Blueshirt oder was passiert jetzt im nächsten Schritt? Im nächsten Schritt planen wir jetzt die Wind Challenge für morgen. So. Oh. Also. Ich werde das hier nämlich schon mal aufschreiben. Welches MOBA wollen wir denn alles mit reinpacken? Um ehrlich zu sein, fand ich Smite. Wir haben es ja doch dann auch irgendwann gecheckt, ne? Aber es ist schwer, ne? Also ein Smite-Event kann, glaube ich, sehr scary sein. Ja, aber ich würde in Smite würde ich aber sagen, mit dem. Ja, ich würde Smite reinnehmen. Und zur Not spielen wir diese Arena-Geschichte. Okay, also das ist praktisch, wir sagen, okay, so nach 3 Versuchen oder so dürfen wir Arena-Win machen. Ja. Okay. Also dann haben wir League of Legends. Wie viel League wollen wir machen? Ich würde eher Fun-Mode nehmen, oder? Also TFT und Ultimate Bravery.
Hätte ich auch der Lust, mehr Lust zu als normales Liga. Ich meine Aram und Ultimate Bravery. Sorry, nicht TFT. Ja. Aram, Ultimate Bravery? Ja. Würde ich lustiger finden, als einfach Flex Heal zu spielen. Okay, Aram 1 oder 2? Back to back? Back 5 back, back, Aram. Ja, okay, das nicht vertreiben, ne? Back. Das ist der Brecher für Brücki. Ja. Ultimate. Wir können Aram back to back machen, denke ich. Und Ultimate Bravery bitte nur einen Win. Ja, weil das ist Ultimate Bravery das ist. Das war so schwer beim letzten Mal, ne? Das war so schwer. Ich dachte, wir gewinnen nie. Dann Dota. Würde ich gerne zocken. Dota 2, 0 von 1. Heroes of the Storm, safe. Hast du Games Storm. In Dota, Brücki? Nee. Nie gespielt, aber Heroes würde ich gerne machen. War's, ne? Ja, können wir machen. Ist cool. Kann man schon Back-to-back machen. Dann Smite, 0 von 1. TFT? Ja. Einmal mit 4 Leuten Top 4. Ja. Aber auf diesem Mid-Set würde ich gerne machen. Also nicht auf dem aktuellen Set, sondern auf diesem Space-Set. Mhm. Also TFT. Oh, das habe ich gesehen. Das gibt es nur Normal Games, ne? Ja. Und dann Top 4. Party Animals wolltest du? Leute. Das heißt, Top 4 sollte möglich sein. Party Animals? Wer ist der Fünfte? Tony. Das wissen wir noch. Also, nee, der Tony kann er jetzt nicht. Das heißt, wir brauchen noch einen anderen Fünften. Aber wir haben Tony schon. Das heißt, wir sind praktisch full NNO. Aber wir brauchen noch eine Person mehr. Wer ist denn bei NNO noch? Wenn wir nur eine Person hätten, die für uns spielt, ab und zu. Hey, Zelf, sag mal. Hast du Lust auf eine spontane Win-Challenge? Wann genau? Morgen um 12 Uhr mittags. Das und klingt gut. Ende offen. Ende ist offen. Aber wahrscheinlich Montana 30 Stunden. 12 Stunden. 12 Stunden? Oh je, Mini. Das ist spontane Mini-Challenge. Nur 12? What do you mean? Nur 12? Du hast dich verändert, Freddy. Du hast dich verändert, alle sagen das. Letzte Woche habe ich die spontane 24-Stunden-Challenge gemacht und jetzt hatte ich eine Kehlkopfentzündung. Das war nicht so geil, muss ich sagen. Das heißt, du kannst jetzt einen Tag wieder reden und gehst direkt in die nächste Challenge rein? Ja. Also ich weiß nicht, ob das Macher oder dumm ist. Also wir dürfen auch nicht zu lange machen. Schon irgendwie Macher, aber auch sehr dumm irgendwie, weiß ich nicht. Ist schon sehr dumm. Ich mag diese Variety-Games so gerne. So viele unterschiedliche Sachen auszutesten. Wait, was ist mit PUBG? Wollen wir, also ich weiß, Brück hat sich dagegen ausgesprochen, aber wollen wir gar nichts anderes machen als MOBA? Also ich hätte jetzt noch irgendeinen Shooter hätte ich genommen. Also, Overwatch finde ich einfach cool. Overwatch ist eine coole Idee. Overwatch ist. Wollen wir mal ein Back-Tree-Back in Overwatch machen oder denkt ihr, es ist zu riskant? Es gibt die letzten drei Challenges, waren wir mit Overwatch immer instant durch, oder nicht? Ja, dann müssen wir anpassen. Dann machen wir Back-Tree-Back. Also, jetzt kann halt, ich habe keine Ahnung, aber bis jetzt war das immer so free, Overwatch. Und was ist dann noch einfach zwei Valorant-Wins oder Back-to-Back-Valorant? Wir wollen es nicht übertreiben. Wir können Valorant, denke ich mal, einen Win machen, aber wir haben ja auch keine guten Spieler. Also. Ja, aber Tunsen ist doch auch dabei, oder? Tunsen ist echt sehr gut. Aber sie spielt ja auch nicht aktiv. Also. Aber für fucking Casuals, die nie spielen, sind Freddy, du und Tony wirklich gut. Ja, about this, Kani. Nee, aber du weißt, er hat recht, du bist so ein Schwätzer. Dafür, dass wir ultra gut. Hast du bei diesem scheiß Dings-Event, wie kannst du da was? Ja, das war geil. Aber dafür, dass du in der Woche eine Stunde Valorant spielst, sind wir nicht schlecht. Okay, also ich finde mich jetzt auch nicht so trash dafür, dass ich im Monat eine Stunde Valorant spiele. Ey Leute, können wir es einmal ganz kurz klippen? Ich würde es einmal ganz kurz klippen. Das werde ich morgen vorstellen. Das ist cooler, oder? Das ist für die Zuschauer ein bisschen spannender. Ich finde dafür, dass wir nie spielen, sind wir decent. Okay. Bist ruhig, Tolkien, bitte. Danke. Nur eins mehr, Brücke. Nur eins. Eins ist süß. Oh Mann. Und dann machen wir noch Elden Ring und da suche ich mir was, da überlege ich mir was, ja, mit Elden Ring. Aber ich will Elden Ring halt so ein Stream-Ding machen, das First Time zu spielen. Ich werde morgen nur ausgelacht von euren Chats, wenn ich das First Time spiele. Ja, richtig. Aber ich auch. Also nur Brücki kann da gut. Und toll, ich kann es auch nicht gut. Ich weiß nicht mal, was für eine Steuerung das hat. Du bist so gut in Solid. Du hast fucking Sekiro durchgespielt. Ja, ich weiß, das ist ein Soldat-Game. Das ist so fun. Aber finde ich gut, wenn wir reinnehmen. Können wir gerne machen, ja. Ganz gut. Also ich werde wahrscheinlich so eine kleine Route machen mit dem Startgebiet Bossen und dann vielleicht kriegen Leute halt verschiedene Bosse assigned und du kriegst halt die schweren Brücke. Aber ihr wollt doch nicht eine Win-Challenge. Ich spiele First Time Souls-like und ihr sagt, ich muss einen Boss besiegen. Ich spiele First Time Souls-like. Also du kriegst den leichtesten Boss. Es gibt so Bosse, die sind halt so auch, die sind einfach auch für Anfänger gemacht.
Also es war ja. Ich habe noch nie ein Souls-like gespielt. Einfach um die Mechaniken zu lernen. Weißt, ich will nicht einen 40-Stündler da morgen draus machen. Ich erinnere mich an Tolkiens Malenia-Stream. Oh, der war geil. Ich kann dir so viel sagen, Toni hat noch nie gespielt und die hat gestern 10 Stunden gebraucht, und nur weil sie zu stolz war, um zu farmen. Bei Margit. Also sie hat quasi, sie ist fast ungelevelt in den ersten Boss rein und hat nach schon 10 Stunden es geschafft. Und das soll ich in der Win-Challenge machen, wo wir nein, alle dann warten. Nein, du kannst ja farmen. Nein, also pass auf, es gibt eine Map und das Startgebiet heißt dann Limgrave und in Limgrave gibt es 10 verschiedene Bosse. Ja. Und es gibt dann den Endboss, den muss Brücke dann killen und du kriegst halt die 2 leichtesten. Und das sind Bosse, wo man praktisch das Spiel lernen soll und die grundlegenden Mechaniken. Aha. Nee, ich vertraue euch das. Wenn du erst was, Freunde, also vor Magie, dann ist es schon sehr lachhaft für den Zuschauer. Wenn ihr sagt, es ist machbar, dann ist es machbar. Wenn ich danach Single bin, weil ich 40 Stunden am PC sitzen muss, dann ziehe ich bei euch ein. Das ist okay. Ich hab auch Platz. Gerne. Gut. So. Ich finde Drachen übrigens scheiße zu fighten. Nur mal so. Also aber, kriegst du den Drachen. Verstanden. Ach du Scheiße. Na, du hast schon mal ich habe jetzt richtig Bock drauf. Das wird, glaube ich, geil. Na, ich muss da nochmal gucken, wie genau wir das aufteilen am besten. Da werde ich mit meinem Twitch-Chat konzipieren gleich noch. Okay, und dann wollt ihr noch irgend so ein Game wie DBD, Phasmophobia, Demon, irgendwas gibt's auch noch? Oder was hat jemand den Gamecode im Blick eigentlich? Weil wir sind ja schon ziemlich lange am Chillen hier, ne? Wir sind alle in der Lobby schon. Wir sind alle in der Lobby, außer du. Au. Nur du fehlst mal wieder. Könnt ihr mich einladen? Wieso haben alle Invite bekommen, nur Brücke nicht? Nee, der war auch invited. Klar, der ist geladen invited, laut dem Ding, ja. Ah, okay. Dann muss ich entweder reloggen, oder ich hab den Code. Ich lade dich mal über die Friendlist ein, vielleicht geht's dann. Aber auf der Prime League Homepage steht legit die Lobby, der Lobbyname und das Lobbypasswort. Ach, Kani. Geht das so? Nee, ich habe keinen mitbekommen. Nee. Du könntest mir einfach mal einfach mal den Code schicken, Kani. Mann. Es gibt keinen Code, das habe ich vor 2 Stunden schon gesagt. Oh. Kani, wir sind Division 4, nicht Division 1. Kann nur für deinen Run. Also es gibt in so einem Gebiet, das ist richtig einfach, so quasi für Anfänger, ist ein bisschen rot auf der Karte, da gibt es eine richtig krasse Katana. Da kannst du nach rechts gehen, da musst du so einen Boss machen, also quasi am Anfang, nach Limgrave gehst du nach rechts. So ein bisschen rot, aber sich davon nicht abschrecken, und dann kannst du da kurz rein. Und dann so ein Scharlachsee und da ist so ein Katana. Das riecht, Bro. Wirklich, vertrau mir. Ich werde einfach die Nacht nicht schlafen und mir einfach nur Speedruns anschauen von der ersten Map. Okay. Sehr gut. Nicht schlafen von der Win-Challenge auch immer. Guter Call. Von der ersten Map. Was? Oder, ja, wie halt vom ersten Gebiet. Ja, guckt euch mal die ganzen Map schon mal an. Ja, das sieht nach einer guten Riste aus, muss ich sagen, für morgen. Wollen wir die Monologie oder wie das heißt probieren? Aber es geht, glaube ich, nur zu viert. Was ist das? Das ist praktisch das neue Phasmophobia, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. 5, 5, 5, 5, 5. Ich glaube aber, wir haben Content, oder? 5, also das klingt sehr nach Content für einen Tag. Ja, wir haben nur ein Spiel, das nur zu viert geht, ne? In Party Animals. Alle anderen gehen zu fünft. Ja, kann jemand eine Pause machen zwischendurch, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist okay, ne? Ja. Ja. Aber das sieht gut aus. Und dann können wir es halt noch. Ja, können wir gucken. Wir sind ready, oder? Wenn dieser Challenge, die ihr plant, richtig geil. Ich glaube, wenn wir das mal richtig langfristig planen oder so fürs DLC von Eldring oder so, können wir vielleicht sogar wirklich Seamless Coop bei irgendwas machen. Und es wäre richtig cool, wenn wir da gemeinsam auf die Karte raufrennen würden, was, bei sowas wie Eldring. Was denkst du denn bei Eldring, wenn die Erweiterung rauskommt? Dass du irgendwie so eine Webseite hast, die trackt, wie weit jeder ist. Und dass du dann gegeneinander so raced praktisch zu completion. Ja, ist geil. Aber ich würde auch, ich würde das jetzt hier auch genießen, weil weißt du, ich will das nicht komplett nur durchhasseln. Ich würde auch das mir angucken halt. Mhm. Aber zum Beispiel als Erring hat ja jeder von schon mal, also du bist ja auch, warst auch einmal durch, oder Freddy? Das muss Malenia geskippt. Ich hab nie Malenia zum Beispiel gekillt. Weil du also Lacher bist. Die leichten Bosse gekillt, ja. Warst du nicht Radagon auch noch hops genommen am Ende? Ja, Radagon ist ja, klar, der muss ja killen. Also ich habe Elden Beast habe ich auch gekillt, ja. Ja, also du hast durchgespielt, okay. Ich habe es einmal durchgespielt, aber ich habe halt nicht Malenia, ich habe Haligatry oder wie der heißt, nicht gemacht. Mhm. Da würde ich mich richtig freuen, dich darauf zu sehen gegen Malenia. Aber du hast jetzt mittlerweile so viele Runs gegen sie schon gesehen. Das stimmt, ich habe bei dir relativ viel zuguckt und bei Niski letztens, der hat die auch gemacht, der hat irgendwie 3000 Versuche gebraucht. Du hast mir von Mickey erzählt, wie er sich gedreht hat mit seinem Hammer. Ah, und Mickey, ja. Das war auch ein Schummelrun. Das war ein Schummelrun. Also der Mann, das ist halt wirklich einfach Summons raus. Alles hochpotten, ein Auto-Attack für den Kill. Der hat jeden Spell getankt, nicht eine Sache gedodged und die einfach gekillt.
Ist das frech. Das war so lame, äh? Ist das frech. Aber dann mach auf sagen. Wir sind ready, ne? Wir sind auch ready? Wir sind ready, ja. Der Bart First Pick steht, da soll ich jetzt nicht bannen, oder was der Call? Ich würde ihn First Picken. Dann bann ich Renekton, ja? Zenive, happy? Hat Tuni heute nicht Geburtstag? Yes, sir. Hat sie, ja. Was? Warum? Ich schreibe ihr direkt eine Instagram, eine Twitter-DM. Warum sagst du das erst jetzt, Brücki? Weil. Wo soll ich sowas wissen? Ja. Und die hat jetzt großen 24-Stunden-Stream reingemacht. Obwohl die einen 24-Stunden-Stream gemacht hat. Die hat gestern gesagt, ja, sie macht mit. Jetzt ist halt so, jetzt ist sie drin, ne? Sie committed, würde ich sagen. Oh, wie hat mich jetzt getrollt? Ich habe legit schnell geschrieben. Warte, was bann ich? Was brauchen wir noch? Können wir mal sind sauer bannen, der Chap ist lästig. Wie die Botlane von denen irgendwas? Ali Sin war der Main der Jungle, ne? Ja, wir haben letzte Runde Bart gebannt und was war unser dritter Bann statt Bart? Jetzt haben wir einen offenen Bann, ich trolle, ja. So. Schon wieder der Atrox-Bann, ja? Nee, die rechnen damit, dass wir Tolkien toplane lassen, wenn wir Atrox bekommen, glaube ich. Ach, check. Ich habe mich schon ein bisschen gewarnt durch den Champion, ja. Ein bisschen disgusting. Also, wann wir die sind, was machen wir? Ja, machen wir mal runter. Wenn wir beide Tanks spielen, ist es sehr winning für uns. Ich weiß nicht, wie gut der Typ auf Carries ist. Die Rell hat gerade nicht so viel gemacht, ja. Der Maokai war sick halt. Scheiße. Ja, Bart, ne? Das gar nicht? Sie auch. Excuse me? Bart, richtig, ja? Locke den. Nice. Die werden Bart wahrscheinlich wieder LeBlanc spielen. Der ist LeBlanc-Man, der Midlaner, ne? Mit Agorin ist Wandern, ist bei dir angepinnt. Achso. Da ist das geil. Wollen wir MF wieder takeawayen? Der Enemy AC ist halt MF-Main. Ja, aber ist jetzt, man kann alles in into MF lanen. Also ja, stimmt. Nico? Nico. Ist Nico Mitte? Midlaner hat 7 Nico-Games die Season. Der Support keins. Ich glaube, das ist ein Smolder-Angle in der Mitte. Ist das ein ja geil Smolder? Also, ich habe Passwort jetzt von dir gesehen, die cracked aussahen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das. Wir wollen doch schnell. Also, habe ich einen AP-Jungler? Nein, wir müssen nicht Smolder. Ich kann AP mitgehen. Smolder ist cool. Ich kann Hawaii spielen, ja. Ich bin auch das. Ich das alles so auf Fun spielen, ja. Dann spiele ich auch Kindred. Ja, wir wollen schon gewinnen. Also, ach so. Hawaii ist schon gut, ne? Aber Hawaii und Bart sind gute Champs. Real, safe. Fall before you. Was haben wir denn? Wollen wir Nocturne oder sowas spielen? Oder wir fahren Eddie Jungler, das ist kein schlechter Call. Javan ist bad, ne? Weil die haben Doppel-Immobile-Backline. Javan ist auch gut hier, oder? Aber ich glaube, Javan ist einfach schlechter als Champion. Ich glaube unser Engage sollte Bart sein. Ja, picken wir Vi. Pick me Vi. Vi? Vi. Okay. Wir hätten wir im F schon securen müssen, aber, oder? Nö. Ich kann auch Jhin spielen. Es muss nur Armor-Pen gebaut werden, dann ist free. Ah, dieses Papa-Platte-Mode ist so nice. Smolder ist noch gebannt, darf man nicht spielen. Tja, und das wusste ich intuitiv. Gegen Nocturne. Ja, der Draft von denen ist scary bis jetzt. Was ist mit Brücki Israel? Ich hab ewig kein Esso gespielt, gerade 2 Games gemacht. Der Champ ist so fucking overtuned. Das ist so krass. Ja, ich glaube, es ist hier nicht bad, oder? Ja, geht. Mikrofon muted. Nochmal ganz kurz jetzt für alle aus dem Chat. Agorin ist aktuell wandern. Der ist gerade auf dem Weg den Kilimanjaro rauf. Der ist in einer Sinnesfindungs-Journey an die Spitze und möchte da seine Dschungel-Expertise verbessern. Der ist bald wieder da, morgen ist er oben. Also gerade Kilimanjaro ist gleich wieder da. Mikrofon activated. Resumed. Der TK? Ja. Wir sind in Season 14 und wir waren Thresh-Tamken. Oder hast du ein einziges Popper-Game gesehen? Kurier soll die ganze Zeit Jinx-Tamken. Wie soll denn Jinx sonst überleben?
Was machst du denn, wenn Thresh und Trapinch raus sind? Was soll Jinx machen? Das ist auch die steht Vibe da bad, you know? Und wird gefickt. Na gut. Also das ist einfach der einzige Gedanke, den ich dabei habe. So, Jinx überlebt nicht, wenn wir die beiden Champs rausnehmen. Ja, okay, okay. Jetzt ist der Gedanke nachvollziehbar. Na gut. Ich muss ganz kurz auf die Toilette, wenn wir... Also ihr müsst ja kurz pausieren vielleicht. Du musst noch swappen, ne, bevor du Toilette rennst. Ja, genau, ja. Okay, okay. Er traut sich nicht, Darius zu gehen. Never ever. Hast du schon mal den Monster-Klett gespielt? Den Monster-Klett gegen Darius? Noch nicht. Also ich bin wirklich terrible auf Klett. Okay, okay, aber okay, das ist ein, ich wollte gerade sagen. Naughty-Bus. Denive, wann nächstes Coaching? Letzte war actually richtig fun. Wann nächstes? Ich spiele in letzter Zeit ultra viel Camille. Und ich wollte dich eh mal anschreiben und fragen, vielleicht so ein Champion-specific Coaching. Ey, super ganz gern. Geil. Klar, können wir machen. Alright, ich finde Camille aktuell terrible, aber das du spielst wunderbar krass. Du musst keine dir Wende, mal einen Top-Laner schon überlegen, Senive. Das ist Fiora Jax. Ja. Jax besser. Ich muss wahrscheinlich wirklich Jax besser gehen, ne? Ja, ich glaube, der ist schon quite dieses Ghosting. Also wir gehen einfach, wir peelen zurück mit Hawaii Ezreal und dann flip pushen wir mit Jax oder Fiora. Ist, glaube ich, gut. Ich habe auch einen Sonyas für euch. Wehe, du Sonyas mich. Wir haben auch ziemlich easy Teamfights eigentlich. Also depends halt, wie stark. Was pick ich? Ist. Jax, du pickst Jax. Yes. Jaximus. Box. Let's do this. Ich bin noch nie in meinem Leben Q-Flash auf Y getroffen. Mal gucken, ob wir dieses Mal das schaffen. Wie, du hast halt noch nie getroffen, was? Jetzt habe ich auch erst einmal versucht oder so, keine Ahnung. Aber ist halt irgendwie schwerer als Gragas und Co., oder? Oder ist es genauso wie Gragas und Chen? Ich glaube, es ist ein bisschen schwerer, weil die Hitbox kleiner ist. Also Gragas hat eine sehr großzügige Hitbox halt, ne? Chen eigentlich auch. Aber nicht so wie Gragas halt. Gragas ist schon fett, aber Chen ist schon auch... Entschuldigung, Gragas ist nicht fett. Ja, große Knochen oder so, genau. Besser ist es da. So, ich bin aber wieder da. Chen ist doch auch schon schwerer als Gragas, oder? Auch schwerer als Gragas. Gefühlt, ja. Aber Chen ist halt so, solange du die Maus auf dem Gegner drauf hast, triffst du ihn halt. Hm. Und bei Weiß ist es, glaube ich, nicht ganz so, aber ich bin mir nicht sicher. Also, du machst das schon. Die ersten Level werden, glaube ich, gut ätzend. Aber ich won die Drinks auf zwei Items. Und bis dahin carry ich dich einfach. Okay, genau. Okay. Aber was passieren könnte, ist, dass jetzt quasi unsere Solo-Queue-Experiences hier so ein bisschen Reality-Check werden, ne? Ja, ich greet jetzt auch ein bisschen mit meinen Runen, aber wir müssen mega aufpassen. Ja, gerade das Game zum Beispiel war auch irgendwie schwieriger zu spielen als Solo-Queue. Solo-Queue kriegst du einfach so 10 Kills und dann kannst du über alles drüber. Und wir mussten jetzt tatsächlich ein paar Early-Fights durften wir nicht nehmen. Hm. Ja, Chesh hat gerade actually cool. Ja. Vi hat die Hitbox vor sich, schon hat die in sich. Das heißt, ich muss die Maus vor dem Gegner haben. Das ist anders. Deswegen misse ich das wahrscheinlich immer. Ah, danke, Chat. Boah, wenn Freddy in bei Schwanenstein jetzt auf Toilette erstmal die finden muss, ne? Oh, ist das wieder schwer. Allein der Laufweg. Wie geht's euch eigentlich, Leute? Wir haben lange nicht geredet. Wie geht's euch? Okay, ja, fix euch. Geil, dass alle mitgemacht haben. Ja, kurz davor, die Stille zu unterbrechen, aber dann war es schon fast zu witzig. Nee, da muss man durchhalten. Weil dann ist es nur awkward für die Person, die Frage stellt. Nein, Tolkien, also mir geht's, wenn du das wissen willst, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf den Cast mit dir zusammen. Das wird schön. Und ich habe im Moment eine gute Zeit. Wie geht's dir denn? Aber gut, kann man die bin ich doch wieder. Nice. Ja, ich hoffe, dass ich meine Wohnung kriege, ne? Das ist bei mir gerade so gerade in der Schwebe, ist echt anstrengend. Ja, ist noch nicht confirmed? Nee, die werden auch den Vertrag jetzt nochmal ändern, den sie mir gesendet hat und so, ist alles ein bisschen... Aber wenn du schon mal einen Vertrag bekommen hast, ist ja eigentlich schon... Ja, aber die Lennis Geld, also die haben es schon einmal angehoben, was machen die jetzt beim zweiten Mal? Ich weiß es nicht. Was haben sie angehoben, die Miete oder die Kaution? Miete. Ach, krass. Ja. Gucken die jetzt noch, wie viel du bezahlen kannst oder was? Ja, so würde ich annehmen, dass sie das machen, basically. Das reißt es halt voll aus, die haben halt den Hebel. Ey. Also, willst du, was zahlst du denn überhaupt? Willst du das sagen? Aktuell zahle ich 701,30 Euro warm. Wait, das ist ja
Ja, toll. Das ist eine strong Nachmieterwohnung. Aber jetzt ist der Mieter jetzt ja geändert worden und die neue wird nicht so sein. Die wollen die auch teilweise weitervermieten. Aha. Und dann jetzt fällt es nicht unter die Mietdecke mit rein, dann können sie es für mehr vermieten. Aha. Deswegen wollen sie jetzt unbedingt die Möbel nicht mit Abstand zahlen, sondern sie wollen es jetzt. Bimmi? Hm. Wie viel wollen die denn für die neue Wohnung? Also, was ist da die Miete? 1600 warm. What? Ja, das ist schon ein gutes Stück, ja. Das ist 900 Euro teurer. Wie Quadratmeter hat die denn? Das muss ja riesig sein. Nicht wirklich. Also die momentanen Mieten sind echt teuer. Ja, Mieten sind mega teuer. Also, mein jetziger Wohnung ist einfach sehr günstig. Das ist für Berlin not bad. Ich zahle auch mehr für wen. Also, ich habe weniger Quadratmeter als Zeugin, glaube ich zumindest. Und ich zahle auch ja 1-1. Also. So krass, wie teuer das ist. Wir können da chillen, ne? Ich glaube, Level 1 könnten wir sogar gewinnen. Ach, wirklich, die Wohnung da ist auch viel geiler als die hier. Also, ist schon in vieler Hinsicht gut. Auch ich würde einfach gerne ein Zimmer haben, wo ich halt mich auch aufhalten kann. Nicht nur ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer halt. Fenster am Bad. Wie viele Quadratmeter sind es? 80. Ah, schon groß, ne? Vor allem für alleine. Ja, safe. Also, es ist halt auch einfach näher am Studio dran da, das ist schon nice. Ist das Studio sehr zentral in Berlin? Nee, mega abgelegen. Adlershof ist schon sehr Rand. Adlershof. So wie Spandau eigentlich auch Randbezirk ist. Aber dann hätte ich die hohe Miete halt besser verstanden. Das ist halt mega viel. Das ist halt die Tesla-Werke sind in der Nähe, der Flughafen ist in der Nähe, ganz viel Industriegebiet ist da, also da passiert schon viel. Auch viele Autohäuser. Also, ich weiß nicht. Das ist so das Industriegebiet praktisch. Ja, yeah, safe. Und geleakt, Leute, das ist Adlershof. Natürlich ist geleakt. Das hat das NEC-Studio. Ich hab absolut keine Ahnung, wo Nocturne ist. Ja, der wird einfach voll clean und chillen. Ne? Keiner Lane ist wirklich actually gankable, bis auf Top, was Diver wird das. Ich glaube, ich hab den zerstört gerade, wenn ich jetzt zurücktippe hier. Warte mal. Botlane ist actually sehr viel Fighting. Und sehr gut für uns. Bei euch. Und ich hätte auch Bock zu fighten, muss ich zugeben. Ja, also, wir sind hier really. Jinx ist halt schon auch piss weak. On the winning side of them trades. Ich bin da, Team. Ich würde auch gerne in den River dippen für ein paar Chimies. Ja, mach das. Lass campen. Nautilus ist hier, der war noch da. Go first. Luke Nautilus über Token. Aha. Okay. Okay, ja. Er hat den Deed gehuckt. Perfekt. Okay, guys. Knockt er vielleicht noch ab? Nein. Alright. Das ist nie gut für CM. Das ist nicht gut bezahlt. Das ist schlecht bezahlt. Also okay, wir killen die gleich, wenn ich wieder da bin. Nein, auf den 2-0 macht mir das auch. Ich kann nicht, also ich werde jetzt... Ich bin gleich da, Brücki. Keep him crispy. Mit der KTP? Nocturne ist hinter mir, ja? Ja, ist kein Flash. Du kannst maybe sogar spielen, oder? Ich hab schon Items, ja noch nicht. Er ist nicht so strong. Also Recall von den Abbrechen? Ich muss drin, ne? Ja, ist fein. Er ist halt OP, sobald der Base war. Dann aber nicht. Nice, Top Lane. Gut, Jupe. Ja, komm, Top Lane, du bist komplett fein. Mach dein Ding da oben. Du bist fein. Ich glaube, der hat keine Sums. Er ist hier so mit Double Buff oder so. Ich glaube, dich. Boah. Ich hab Item Power, Albert. Aber Shen TP ist halt. Der Shen ist halt cool, ey. Du bist egal, wir ziehen durch das Ding. Der hat keine Sums mehr. Huge, super huge. Maschine. Nico immer noch missing. Nico hier. Das ist Nico. Kein Level 6. Ich habe 4 Sekunden auf Journey. Fertig, ich würde super gerne Krafton noch testen. Du hast noch Best noch. Zirk geflasht. Ashe ist okay. Er ist nicht strong. Der hat kein Flash. Kein Flash, Nocturne, Jinx hat Flash. Und ich will einfach nur Raptor nehmen. Ja. Er kennt Smite gerade, oder? Ich bin top gesmited, aber vielleicht ist er ready. Nice. Raus, die der Wacht, ne? Wenn er da ist, gleich. Nauti hat keinen Summers. Ich glaube, ich lieber raus. Oh, Schiss.
Kein Sam, kein Sam, kein Sam noch, kein Sam noch. Might be good, might be good. Sometimes is a bit good, sometimes is a little shit. Hast du Kill? Ihm lässt du. Okay, cool. Dankeschön. Ja, ich hatte, ja, wir haben gerade Freddy's Lane einen Shutdown gegeben, so. Okay. Das hat so geil, als wir so fallen, wäre noch von noch der Nico, Best Nico, keinen Flash für Mitte, aber es sind 6 Kämpfe. Jetzt available. Das ist, bei mir ist immer noch die Jinx, das ist auf jeden Fall die echte Jinx. Wait, okay. Maybe? Die kommt halt hier zurück. Denk an Shen-Ult, Karin, Andy, ne? Luca? Ah, die haben Shen-Ult. Ja gut, aber so viel eine Shen-Ult. Wenn du überleben kannst, ist es richtig gut für 10F, aber wenn du nicht überleben kannst, wow! Okay, Bart in dead. Scheiß Bart. Der hat halt auch eine Wave draus, also er hat hier eine Free Ulti eigentlich. Wir nehmen den Fight eh nicht. Bricky, hilf mir! Also ich mach jetzt Void Grubs, wenn Shen move, dann kommt er. Fucking hell! Ich hab 2 Sekunden nee, auf Lauf, lauf, lauf einfach bitte. Rücki, nein! Ich hab den einfach nur eh und ich bin fein. Ja, das hättest du besser spielen müssen, Rücki. Ja, wirklich. Ich kann nicht retten und ehen, aber ich bin einfach zu alt. Mann, so macht das gar keinen Spaß, wenn du das. Ich dachte, du wärst jetzt sauer. Nee, bin ich nicht. Richtig, also die Solo-Kill-Challenge, was hat sie mit dir gemacht? Wo ist die Wut? Wo ist der Arsch? Ich verstehe es auch nicht. Was ist das? Ja, ich bin über die Zeit der Challenge einfach gereift, wisst ihr? Ich habe auch anerkannt, Kani ist gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Nice, da ist ein neuer Sub-Alert, da ist er. Huge Statement, huge. Mit ist Missing? Ja, unten noch auch, Level unten 6, auch. Der ist sehr OP mit Shadow oben drauf. Also ist sehr hart zu fighten jetzt. Der Typ ist auch 2-0, ich kann nicht contesten. Jetzt bisschen Farm und dann, ja. Keine Ahnung, wir outscalen legit überall. Wir müssen einfach nur chillen. Außer vielleicht im Forst, aber... Forst ist even scaling, nachdem wir halt... besser als Nocturne, oder? Also er hat da Chen oben drauf. Wer immer deep gehen kann und gewinnt, ist halt der beste Champion, basically. Machst du keine Chen old? Ja, das ist halt mega. Top Div. Und wir wollen Ward hier haben? Nö. Ja, Nocturne war Bossseite gerade, ne? Das kann durchaus sein. Ne, wir haben den da gesehen. Also nur, dass ihr aufpassen könnt. Mhm. Ihr denkt auch an Shen und mit Nocturne oben drauf. Also ist schon spooky. Spooky, scary, das Licht geht aus und dann auf einmal kommt so ein böser Gegner rein. Ich hätte weniger Stress. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wo ist es? Abort. Das war so knapp. Da hätte ich jetzt nicht gerechnet, Karni, wa? Nee, wirklich. Ihr wusstet doch nicht, dass der da kommen kann. Das war Überraschung. Das sind immer so diese Dinger, du. Ne? Du denkst nicht dran und plötzlich... Ach, wie kann es sein, dass ich ein Solo-Kill disziplinierter spiele als hier? Sind wir dir nicht wichtig genug? Kann das sein? Nichts ist mir wichtiger als du, oder was? Als du. Naja, actually, erste Nocturne, sie haben nichts bekommen, außer einen useless Bard-Kill. Wir haben Bart First Pick secured für dich. Ja, ich sag, 2 Items, ich war nicht mehr on die Jinx. Vertrau dir, ich paff Topline, ne? Wir haben hier keine Botlane-Plays. Wer weiß dann vielleicht ein Topline-Play gegen Shen, der noch den Ult. Wave crasht in 20 Sekunden ungefähr. Ja, ich werde nicht da sein. Aber mal gucken, was der Shen macht. Ich bin halt auch deutlich schwächer als noch der. Der kriegt so viele Kills gerade. Nicht schlecht, wenn wir scalen, ist nicht schlimm. Ich glaube, ich hau rein. Naugt kann mit der sein. Actually, wollen wir trappen oder so? Ich weiß nicht, irgendwie ist Bart langweilig. Nice, wenn du wer von Turm hältst, ist huge. Deswegen tödel ich ja über die Map und mach's mir spannender. Da kriegst du nicht raus. Huge, okay. Ich komm Topline vorbei. Aber jetzt krieg ich das Pinkwort. Wenn ich Minimap fitted, huge, ich versuchen wir. Kannst du jetzt da hier, maybe? Ich bin da. Mhm. Ich denke, es ist gut play. Nice. Wunderschön, gut job. Hat's auch geflasht, ne? Huge. Yes. Schön die Wave-Gamage mitziehen, der Perfekt. Guter Shit. Thank you. Vorsicht, Bot. Shen in 10 Sekunden wiederholt, wenn du radierst, ne? Ich bin gleich 6, dann können wir... Ja, es ist auch... Geh spazieren, ist gut. Nee, das Ding ist, mach ja auch nichts außer Chimes sammeln, mir ist ja auch langweilig. Das ist Missing? Doch, meine Raptoren habe ich Base. Ey, wir spielen Toplane. Ich spiel in Shen rein, ja? Und dann machen wir Void, glaube ich, in einer Minute. Man hat gar nicht so Bock auf mich. Oh boy. Können wir die Prior haben und dann bitte move jetzt. Ich bin das Jax. Jax ist strong. Lass mir. Ich
Nocturne ist hier, Nocturne ist hier, right? Das war ja seine Q, right? Nee, das war ein Nautilus. Oh, okay. What the fuck? Nocturne ist hier. Sag ich aus. Ja, krass. Da haben keine Antwort auf den Playmitter, leider. Oh, wir hätten actually Jinx machen können. Ja, aber Nocturne ist doch hier. Ah, also true. Nocturne ist auch Ich habe Essential und Base. Ich gehe Base. Du nicht. Nee. Ihr kleinen Arschkrapfen. Nicht so. Das kann doch nicht sein. Nicht so böse Worte. Das Ding ist, ich wäre sogar. Was zur Hölle ist ein Arschkrapfen? Der Nocturne zum Beispiel. Die Jinx kriegt das später doppelt und dreifach zurück. Hätte ich jetzt gedived, Kani? Die haben gerade alles auf mich gejust. Jinx Rocket ist auch raus. Die sind sauer, dass wir ihnen den Bart weggenommen haben, glaube ich. Mit ist ein Missing, die könnten schon bot diven, ne? Mit Shadow und ich habe auch Ulti. Oh ja, hier ist Nocturne. Ja. Ich kann den Dive. Ich glaube, du kommst einfach zu mir. Ja, die können uns nicht diven. Die kommen jetzt runter, die wollen vielleicht 5 machen. Ah ja, okay, okay, 5. Okay, langsam wird es ein bisschen fui. Okay, listen, haben wir ein TP? Vielleicht können sie uns doch diven. Yes. Es geht los. TP kommt. Ich glaube nicht, dass sie das machen können. Hier Jinx. Jinx ist auch rausgeflasht. Hier ist Jinx. Gott, mach das Damage. Ich glaube, ich komme ran. Oh. Okay, good job. Das war Naut Flash, Jinx Flash. Execute was? Hier. Machen wir das? Ich hab doch gesagt, sie können uns nicht diven. Wir werden ruhig auf der Jinx rauf hier, Kami. Wird doch wohl bleiben, oder? Dann haben wir den auf dem Tower. Oh je, die hat man nicht gesehen, die Ult. Das heißt, Falten fällt, ich bin gleich da. Wenn die mal nach vorne läuft, die Nico. Wave O. Hast du Damage für den? Ja. Wait, wie hast du Aggro bekommen? Naja, ja, du hast ja den Kill gekriegt, ist ja okay. Ja, lass rausgehen. Ja, ich gut Damage für den, I think. Ich mach keinen Schaden mit meinem Sunlet Squai. Du wirst gleich einfach Nocturne ultet, oder, Brücki? Nee, ich krieg ihn natürlich voll den Space. Nee, die ist noch auf Cooldown. Oh mein Gott. Der Shit ist so OP mit dem Item, ne? Der ist nicht bei uns, glaube ich. Danke, Freddy. Oh, ich komme. Oh, Papi, Freddy lebt sogar. Ja. Oh. Support Gap. Man hat richtig gehört, wie du dich hinten in den Schuh reingelegt hast, wenn du es gesagt hast. Wow! Das war close. Lol, das war insane von der Jinx. Wer hat dich gebase-sniped oder was? Ja. Wow. Ja. Und das Timing war actually perfekt. Das ist krass. Wollen wir bitte ulten? Die hat kein Flash, kein Ghost. Können wir? Also ich hab keinen Ult, ich kann nicht folgen. Ja, ich in 10. Aber sie geht jetzt leider. Wir haben jetzt 2 Drakes auch, ne? Wir müssen den Nico unbedingt mal kriegen. Boah, ich hab Ult wieder 50. Die hat kein Flash gerade, also ich kann mal hier upsen. Gar nicht. Yep. Luke Jinx? Ja, I'm lucky. Okay, das ist natürlich. Das ist nicht. Die Jinx, Leute. Das ist die Nico. Kani, mach's nicht so offensichtlich, ne, dieses Game. Ich sag's nur, ne? Das ist schön. Ha! Jetzt ist die Stimme natürlich ein bisschen am Arsch, deswegen in dem Kommentator gehen, ne? Das war mein Fehler, sorry. Ha, das war ja nicht die Jinx. Ich komm gleich runter, wirklich. Dass ihr nicht gemerkt habt, als die Bart-Ult nicht funktioniert hat. Ich dachte mir schon, Warte, die ist gar nicht gold. Ich will nach Fight ihn. Die haben Blue-Buff auf der Nico gerade. Ich würde Red-Buff nehmen, Kani. Ich hasse dich. Mann. Ach, ist doch egal. Der hat auch der Pakets gegeben, der Bart. Support S will eh fucking strong. Ich geh lane-ganken. Die haben beide kein Flash. Noch, der kann hier sein, klar. Er ist viel stärker als ich. Also. Do we go in? Nein, we don't go in. We wait. Ah, der Shannon hat noch Ult ready, also Zinni, wir müssen noch pressuren können. Nee, oh, true, der Shannon, der sagt. Ich geh mich im River catchen. Ist sie wieder ab? Der hat doch noch Sandfeuer. Ja, ist sie ab. Lass dich hoch. Lass dich hoch. Das ist geil, sich einfach hocken lässt, Brücke. Finde ich einfach geil. Kein Problem, Agro. Wie man den Herald, Mann, ey. Die kommen auf jeden Fall hoch. Weil andere Champs als Bart können Champs killen? Das ist so krass. Der Shen rotiert mit der Quade. Ich könnte sagen, Totem, ihr Boydies, ne? Wir können, gibt Herod. Wir haben Bot first, third und vielleicht noch den zweiten. Aber wollen wir nicht noch contesten? Wie weit sind die? Ich hab 2500 Gold, also ich bin weak. Ich conteste den. Super.
Ich ja, mach dein Ding. Das war's. Warum? Ich kann nicht stattdessen, Bro. Du mach dein Ding. Oh, der hier ist Lacher. Wir sollten erst mit das Wort. No, actually, Hawaii Sideline ist auch bad. Das ist fein. Ist fein? Okay. Klingt terrible. Okay. Ich geh da hin, wo ich gebraucht werde. Ich weiß nicht, was er sonst macht mit sowas wie Hawaii und Xerath und so. Es fühlt sich kacke an zu spielen. Diese Champions Sideline zu haben, meine ich. Besser als Xerath auf der Sideline. Ist okay. Dings ist immer noch flashless. Ich geh jetzt mit, denn diesmal ulti ich auf die richtige. Das ist so geil. Auch Long Range ziemlich und kann trotzdem Sideline. Die meisten Mages sind shit. Ja, sehr. Also wenn du Mana-Items, wenn du diese Mana-Items bauen willst, bist du echt fucked gerade. Wobei bei Viktor das Gute ist, dass er Lichtbane rushen kann. Und Lichtbane ist richtig gut aktuell. Kann ich würde mit den Top dann reinspielen. Wir wollen lieber in den Turm gehen, wenn es geht, ne? Ich hab 15 bei 0. Wir können nicht wirklich fighten, 0. 15. Hier ist ein Wort. Bitte schnell. Yes. Nice. It'd be enough for my art to save a single person. Maybe just myself. Nocturne ist halt Free. Freddy ist halt Free Food für Nocturne. Aber ist die Jinx hier nicht auch Free Food für uns? Ja, wenn Nocturne untermacht, dann scheint auch. Wir können nicht fighten, Mitte. Ja, genau deswegen können wir nicht fighten, Mitte. Ich kann nicht ulten gerade. Ich bin zu alt, um den Scheiß. Der zwei Tower ist, glaube ich, der im Gone, oder? Ja, wir haben zwei Ults benutzt zumindest. Wenn das vielleicht sogar Mitte die Viewer von zwei Toren. Ah, der kann das retten. Der ist auch weg. Haben wir nicht Bart mit den zweiten? Haben wir. Gut Call, gut Call, gut Call. Kann die Viewer vielleicht, gut Call vielleicht. Wir können mit Bot gehen, aber ja. Wollen wir da was probieren? Wer hat noch Ult? Ich würde ungern fighten. Ich würde ungern fighten. Ich bin 10 Sekunden ab. Wurke das? Wäre es nicht ein Play, Freddy einfach nach oben zu stellen auf die kurze Lane gegen Shen? Wir spielen gleich E-Drake. Also. Ja, oder? Dann. Okay, danach im neutralen. Ja, ja. Maybe, maybe. Dann aber Bass. Pings Flash ist wieder ab, Nauti auch. Ich hab zwei Items für den Fight. Noch dann auch, aber der ist actually richtig OP, der ist fett. Die Nico ist auch sehr strong, ne? Ja, die doch Stop auf. Die werde ich nicht ulten. Also ich weiß gar nicht, wir können nicht auf Jinx wirklich followen, oder? Wenn ich auf die ult, das ist useless. Ich hab nur eine Ult, aber ich bin Level 2 und die Ult ja, gebufft, ich glaub, ich gehe nicht deep. Ich glaube, wir peelen Nocturne und Shen. Ich glaube, ich gehe nicht rein, also nicht zu deep. Ich glaube auch, dass wir die also zurückpeelen müssen in den Fights, yep. Ehrlicherweise. Yep. So gut soll gehen. Ich glaube, haben wir können mit Bart oder einen frühen Catcher kriegen? Das ist halt, ja, aber die haben halt Shen ult, oder nicht? Ja, das ist aber fein. Früher Catcher zu fein, wenn die wirklich gecatcht ist. Ich schau auch für Early GP. Nice. Der hat noch Sonnas, denkt gerade noch Sonnas. Wir können hier noch mit Ult fischen. Weiter, Jason. Kannst du das Belchi floppen? Okay, das funktioniert auch. Kleiner Follow-up zu Niva. Dann kurze Q wegen noch den 4. Man sieht halt wirklich nur Arsch. Läuft mit Ult, Vorsicht. Ich hab immer noch Ult. Ich geh auf Drag, ich geh auf Drag. Oh Gott, sieht das Tussi aus. Belly kann vielleicht smiten. Smiten. Wie ist der nicht gestorben? Achtung, Jinx reset. Ah. Nein, komm, probier nicht. Team, lieber Drake, als sterben. Brücki, du musst jetzt alleine halten. Du musst alleine halten, Brücki. Halt Nico hat gleich die P 5 Sekunden. Wir haben richtig Probleme, by the way. Ach, die Scheiße. Jeden einzelnen Spell habe ich gemessen. Oh Gott, wie machen wir das? Ich geh auf Nautilus. Alright, ich hab das hier drin. Und ich geh wieder rein und komm. Die P kommen. Okay, Tolkien. Nice. Warte, machen wir das wirklich? Ja, ja, ich kenn keinen Flash. Jetzt kommen die Nico, jetzt kommen die Nico. Ja, mir hat kein Ult. Wenn wir sidestep, ich hab noch eins an das Geil. Ja. Oh Leute, was war denn mit denn los? Was war denn das da? Der Vibe war hier. Scheiße. Das kann ich und Freddy einfach straight up unter aber den Turm laufen. Anstatt beide. Mit der Bart ist und das den Tower auszuschalten. Ja, das wäre das Play gewesen. Die Gegner-Targets zu denyen ist und ja auch einfach ein Play, ne? Mhm. Mach mal einen Volleyball jetzt gegen Jinx, bitte. Nee, ich habe noch keine zwei Items, aber actually, ich gewinne gegen sie. Gib mir noch. Okay, ich habe jetzt 40 Charms. Oh, ich hab grad eine saftige Donation auf mein PayPal bekommen, ey, krass. Ja, von Nuke Esports. Ich stand schon mal da. Nuke Esports ist da. Wow. Das war ja so terrible von mir, ey. Ich hab eine Ausrede. Ich. Medikamente. Oh, ich werd noch dann ultet bei Ned. Nee, ich werd noch dann ultet. Oh, ja, ich denke auch. Hm.
Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Nocturne keine Ult, Nico keine Ult. Ja, warte. Mhm. Wichtiger Drake-Smite auch, sehr gut. Danke, danke. Ich hab gleich Item. Also wenn wir 10 if Zeitland freischalten können, wäre halt huge. Also ist für mich sehr hart zu spielen, wenn Nocturne kann mich jetzt halt da checken. Ich muss eigentlich nochmal basen für Wort. Wir müssen ja mit... Shen hat keinen Flash, Shen hat keinen Flash. Wir wollt ihr oben töten, aber wir haben keine Midlane-Wave, ne? Nein, nein, wir können. Wir warten kurz, das wird respawnt. Yep, B. Noch jemand stirbt, können die Nocturne ist aufgepasst. Ganz schön low in CD, ne? Ja, ja, die muss schon wieder ab. Ja, ist wieder ab. Er hat die Leiche ready, honestly. Das ist ganz schön gefährlich dann. Jetzt hab ich mein Item. Könnten die naschen? Ja, yep, können es versuchen. Ich kann ein bisschen rein sneaken, mal gucken. Ein Pink. Checke. Ich glaube mal nach oben. Ich schuppe gut. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, wie spielen wir das? Ja, ich werde den Shen reinspielen, versuchen, Zähne freizuschalten. Weil, also, ich kann Nocturne nicht fighten, wenn er im Midland ist, nicht möglich. Geht halt nicht. Ja, ich glaube auch, wir müssen legit auch den Shen spielen. Guck mal, dass der Backup hat. Der Shen ist ja, wenn wir niemanden Mitte sehen, machen wir kein Play auf Top-End. Wir müssen niemanden Mitte sehen, sonst gibt es hier kein Play, Leute. Alright. Außer der hittet wirklich den Turm oder so. Die wollen rein, die wollen rein, die gehen hier rein, die gehen rein. Die gehen auf mich. Bei Ult. I don't see shit. Es ist leider sehr massiv. Nocturne Ult ist sehr disgusting. Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe nichts. Sie hat nichts so. Okay. Ja, Seems losing. Ja, wir können nicht mit der fighten, Leute. Das ist noch gut. Maybe können wir late game stall. Jetzt ein bisschen Zeit mit Drake gewonnen, I guess. Also Sidelin ist ab einem gewissen Punkt ein Selbstläufer. Nee, ist es nicht. Warum würde ich ulten? Oh, ja, der Nocturne ist das große Problem, wenn sie kommen, ganz ehrlich. Der ist halt monsterfett und der ist drunk. Wirklich meine Top 1 Hass-Ulte. Was ist mit Doppel-TP toppen? Wir killen die zwei? Ist guter Call, ist guter Call. Mach. Ist guter Call, ist echt richtig guter Call. Huge Call. Die bin auch. Ist egal, mach den. Ich könnte jetzt mal nehmen. Ich hab die echte geignited. Die hat Sonders, die Nico, ne? Die ist geflasht. Nico kein Flash, Nico kein Flash. Hier? Ey, das ist jetzt noch rauskommen. Komm mal. Eine Sekunde. Gut, try. Galax war das. Actually fine. Also, wir haben zwei Nashboxen. Okay, auf den nimmt jemand mit. Richtig, richtig gut. Nico hat auch geflasht. Ich glaube, ich nehme mal mit Turm. Wenn ich darf. Oder darf ich nicht? Wir müssen jetzt einfach ein bisschen stallen, ein bisschen lame sein, ein bisschen Wave clearen. Ich glaube, ich conteste die Camps trotzdem, weil ich ein Arsch bin. Ja, noch den wieder Ultra, ne? Hol ich schon mal Toplane? Nee, noch nicht, oder? Also, das wäre ein bisschen Route Games. Na, schau mal, wie Ability er ist der? Das ist schon Loki True, aber. Ich würde sehr gerne Toplane Turret straighten für Drake. Mal gucken, wir dürfen, oder ob die uns unseren Crossmap beantworten. Wart, wir brauchen nicht Top-Lane-Kali, ne? Ja, könnt ihr euch sonst verstehen. Ich weiß auch nicht, wie wir mit dir den Schaden. Guck, wenn du seine E-Gebette bekommst, ist actually huge, ne? Wir sind gleich da. I'm trying, aber. Ja. Ich glaube, das ist. Oh, ist egal, halt ist egal, das ist unser bester Play. Die machen gleich weg. Das ist unser bester Play. Nice. Top Domain mit. Hat die Jinx gerade geflasht? Doch, der wird Freddy diven hier, ne? Du musst ihn dann ulten oder so, keine Ahnung, fucking ja, ich hätte genau jetzt wieder. Ich bleib Top-Line mit der Brücke, ne? Du pushst weiter. Wenn noch dann kommt, fighten wir den halt. Also ihr wollt den Dragon gar nicht contesten? Alright. Nein, wir gehen Drake. Wir gehen Drake für Top-Line Turrets. Wenn noch dann fightet, dann fighten wir ihn. Ich helf mal mit, sonst warum nicht. Jinx ist da unten. Die gehen für Bot hier zwei. Aber den deffen wir. Die können, also sie haben keine Shadow für den Moment, aber die können euch trotzdem wahrscheinlich diven. Oh, die sind bei mir. Naughty Ult raus. Pushen Top-Line weiter Brücke, ne? Pushen Top-Line einfach gnadenlos durch. Ich lebe. Nocturne Ult bei mir. Ja. Ich lebe immer noch. Okay, das war Nocturne Ult. Wir trainen gerade zwei Turrets, ne? Ist richtig gut, wir haben Shen bekommen. Gib Drag. Ich weiß nicht, die mögen mich einfach nicht, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Die sind auch gefasst, Leute. Das ist huge für uns, ne? Wir hitten noch Turm einfach. Fuck, der Shen. Nein, die sind jetzt alle. Die sind Base, ne? Die sind Base. Der kann auch mehr Reset sein. Ich glaube nicht, aber maybe. Also, wir haben halt Drag noch. Der hat noch Nash Reset für 20. Wenn wir niemand Gold, wir gekriegt haben, sind glücklich. Ja, ist nicht bad, ist nicht bad. Das ist huge, Alter. Shen und zwei Kills. Brücke ist eigentlich bald huge. Die ja, sind gebased, weil sie Angst hat. Oder du kaufen willst. Ah, jetzt. Ich glaube, ich gehe mal Damage, ich habe keinen Schaden gefühlt.
Um ganz zu, also ich habe theoretisch Damage, aber ich muss halt hitten können und die Fights sind immer instant over mit dem Nocturne. Er will irgendwie initial Engage mit gebartelt bekommen oder so, aber dann... Ja, Jinx, Freddy meinte, Jinx hat keinen Flash. Jinx, aber es ist halt immer Flash, schwierig, ja. Wenn Nocturne und Chin Chase Edge joinen halt sofort. Und es hat auch Nico nach deiner Ult, ne? Wenn das ja. Echt ist, das hart. Hier macht gerade jemand Red Buff. Vorsicht, Kani. Könnte nicht Nocturne ulten, ne? Pass auf. Ja, vielleicht mal irgendwann Mitte, vielleicht ulten die einfach wieder Mitte rein, wir können den Fight nehmen diesmal, Tank. Jinx ist top lane. Jemand droppt hier eins. Und wir dann... Noch den ich will noch den fighten, ich will noch den fighten. Die Nico hat keinen Flash. Noch den fighten ist huge, denke ich. Nico ist flashless. Der Sonnes, was fightet sie? Ja, das ist der gute Shit. Lass schnell durchkommen, ich finde auch noch Shadow, okay. Ah, also Jinx gut, top, Mitte. Ich geh die Jinx jagen. Die ist flashless. Ja. Journey in 7. Ich bleib mit und push, ja. Kannst du die, können wir die irgendwie finden? Ich glaube, die, also wenn hören sie mit Nord oder so von uns, ich glaube, das ist sogar ein Ich komm zu der Mittebrücke, ich glaube, ich brauch nicht Mitte. Ja. Dann komm Mitte, Kani. Bin oben dann. Ah, die sind gebased. Nicht schlimm, richtig geiler Play. Das erste Mal, dass wir Mitte fighten durften im ganzen Game. Genau richtig so. Gut. Ja, gemacht. Passt jetzt auf Mitte, ne? Ja, heute ist tot, nein, wir müssen ja aufpassen. Einfach nicht so. Aber wir sind ja trotzdem zu zweit, echt schnell. Aber wir haben noch keine Angst vor. Wir sollten jetzt hier zwei mit, aber nehmen, ne? Eigentlich. Ich wir werden nur zu zweit. Na. Meint ihr nicht? Na, dann lass doch Bottom wieder. I don't think it's good. Noch dein Spawn mit Ult. Nico, vielleicht die Timing. Die Idee ist gut, aber der Timing passt, glaube ich, nicht. Auch Nico hinter uns aufgepasst, oder? Irgendwo hinter euch auch Topside. Okay, stark. 800 Gold auf Navori. Dann ist mein Itembild. Mhm. Hoffentlich gut. Wo ist das? Wo? Schreib wo? 0,1. Ich bin nur die Brot. Stop. Dann geh ich Bot den Oberladen, wenn Top ist. Same, ich bin auch schon da. Müsst aufpassen, ne? Die haben auch noch Nico-TP, ist nicht komplett free. Ich glaub nicht, dass sie daran steppen würden. Nash in 50, wir machen nur einen Play, er sieht mich auf dem Wort, aber wir machen einen Play. Quick Play und dann probably müssen wir Nash fighten. Ne, ist safe. Wollen wir Top Sums benutzen gerade, Freddy? Nee, die haben einfach einen Nocturne ultet und waren halt 4 Top. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu viert, mindestens aus Base. Bart kann seine scheiß Shenanigans machen. Wir müssen einfach, probably einfach reinlaufen zum Drake gleich, ne? Zum, weißt du, Shank, zu Nash. Die nächsten zwei Objectives müssen wir kurz. Ich hab Flash. Brücke Flash, ja. Wir können zurückhalten, ja. Dieses Mal. Okay, dann gehen wir über Top F, Brücke. Top F geht, I guess. On the way. Ich brauch das Gold einfach nur. Ich hab Pien ausgemacht und Gold im Blick. Wir müssen Nash fighten, du kannst ihn eh nicht basen, ne? Ich glaube, die machen den nicht direkt, oder? Nein, wenn trauen sich den direkt zu machen. Wenn die dich nicht base sehen, ist okay. Vielleicht eher Drake ich ganz gehen. Kurz Level 13 mitnehmen. Setup spielen und dann Drake. Ah. Brauchst du das? Ja. Okay. 100 Gold noch. Mach. Wir müssen reinlaufen, doch. Wir müssen. Okay, nice. Nautihook cooldown. Leider auf die Wand hat kein CD. Push mich deine Top F10. Push deine Top F. Okay. Ja, ja. Wenn Nocturne dich ultet, bist du fein, oder? Sonst troll ich dich vielleicht gerade. Ich glaube, du bist fein. Ich werde jetzt hier einfach mal für ein Ward gehen. Nein. Kommst du gleich raus? Jinx und kommst? Nice. Okay, not too bad. Die werden nicht sofort zu Nash gehen. Ich habe jetzt mein Item. Jetzt bin ich sehr, sehr strong. Ich nehme nochmal den Recall. Jinx und sie ist da. Ich vergesse, Shine pusht nicht schnell, aber wir leiden gerade trotzdem. Wir haben noch ein bisschen am Nash. Hat jemand Blutwege von euch? Oder? Ich habe eins. Ja, ich habe eins. Sie haben gestartet, aber war fake. Ich habe eins immer noch. War fake, ja. Check mal jetzt, wir müssen gleich reinlaufen. Check mal bitte. Nice. Nee, trip, no. Nice. Dragon spawnt auch gleich. Ja, also sind da drin. Im Busch, ne? Vielleicht machen die. Nee, machen sie nicht. Nico kann nicht Nash so. Wo ist Nico? Wir sehen sie nicht. Das könnte Nico sein, der Doktor, ne? Nein. Ist sie nicht. Wir haben keine Vision. Okay. Ich guck mal, ich fische. Mhm. Ich lauf mal rein hier. Müssen wir contesten? Ja, ist nicht bad. Wollen wir noch. Das bin ja, mein Spiel ist vermutlich delayed mit Nocturne Ult, ne? Du kannst 0,75 TP, du musst halt straight TP. Die sind in dem Busch hier, ne? Ja, ich geh nicht rein. Nächste Mitte. Wer mit Prio? Jemand ruhig Mitte pushen. Ja, da kommt der Minion, Vorsicht. Ich kehr dich, kehr dich. Look. Not this maybe? Wie kommt? Na, tot. Ich seh nix. Oh je. Ja, ist cool. Balanced. Nee. Man sieht einfach nicht, das ist so dumm. Es ist, Nico ist so dämlich, Mann. Protobelt Flash für die Ult, hat so wenig Counterplays, ist crazy. In Nocturne Ult.
wollte gerade sagen, das sind mehr die Nocturne-Ult, ne? Die das dann gesetupt einfach vor früher. Schon sehr disgusting. Du siehst halt nicht, dass sie kommen, ne? Ist das Game, ja, oder? Ja, ist Game. Feels bad, man. Also guck mal, ich spiele da. Da haben sie echt gut gespielt. 1-1. GG's. Die Calls waren trotzdem gemacht, sehr, ja, sehr cool. Endlich mal wieder ein bisschen spielen. Das Team. Das haben wir jetzt jede Woche, ne? Nächste Woche ist der nächste. Mhm. Genau, ja. Nice. Wenn es immer so freitags oder ist, ist es chillig. Müssen wir die Termine mal durchchecken, genau. Wir müssen tatsächlich die Termine schon. Wir haben Mittwoch, Donnerstag haben wir Prime League. Samstag, Sonntag kann Tolkien nicht? Ja, wir können immer für den Freitag schauen. So. Freitag, Montag ist auch, also Montag ist auch nicht easy, actually. Nee, Montag ist auch nicht easy. Oder halt einfach nachmittags. Nachmittags ist immer leichter als nachts. Aber ich glaube, da können halt die meisten Nicht-Streamer nicht. Also von unseren Gegnern, die Uni, fair enough, Arbeit oder Schule haben. Fair enough. Ja, das stimmt, Tim. Aber die Action gar nicht so einfach. Wir können ja immer mit Substitutes uns spielen. Aber noch bad. 1-1. Vielleicht kommt nächste Woche Augen zurück. Dann let's see. Mhm. Wie uns fünf zusammen hat es lange nicht mehr gegeben. Sag ich, wie es ist. Ja. Ich bin mir letztes Schritt bei auch genutzt. Wir haben 24-Stunden-Win-Challenge ausstehen, ne? Ich sag's nochmal. Ja, aber Freddy, du mit deinen Challenges, du musst auch noch so Streaming essen und so viele Dinge machen. Also ich komm. Ich muss nur noch so Streaming essen. Ja. Ja, aber eigentlich muss ich nicht alleine so Streaming essen, sondern Dalu und Danny auch, ne? Also, oh. Ja, na, fair, na, fair. So Streaming-Runde. Ich hatte den so Streaming sogar dabei bei der Gamescom. Ich wollte. Also jetzt alle gemeinsam bei den Quiz oder was passiert jetzt im nächsten Schritt? Nee, ich bin nicht mehr dabei. Ach, okay. Ich wusste nicht, ob ich kann mit meiner Zündung, aber jetzt geht's wieder. Makes sense. Ja. Ja, zu planen halt, wenn man krank ist, was soll man machen. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß, ne? Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr mittags. Ich freue mich auf euch, ne? Ja, bis genau. Bis morgen. Love the games. Ciao, Freddy. Jo, macht's gut, Leute. Servus. Und Zähne, warum immer danke an dich, ne? Das ist immer disconnected. Mann, ey, das war schlecht gespielt von mir, Leute. Das zweite Game, man hätte, also, das ist sehr schwer zu spielen, als der Nocturne halt auf der Botlane den Double Kill bekommen hat. Im Early schon. Der hat das Game so schwer gemacht, der Nocturne. Der hat das so schwer gemacht, weil du kannst halt einfach, also, Nocturne mit Shen und dann Nico Follow-up und du siehst halt nichts. Ne? Das heißt, wenn die ahead kommen, dann musst du halt so gut strategisch über die Map spielen. Kannst du natürlich, aber dafür sind wir aktuell nicht gut genug. Aber es macht einfach mal wieder Spaß, mit den Jungs zu spielen. Ne? Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker.